Hallo Freunde, wir haben Samstag, den 12.03.2022 und es ist 20 Uhr. Herzlich willkommen zum schönsten Abend der Woche. So, ja, guck mal hinter mich, seht ihr da was? Ein paar Veränderungen. Ich war heute im Baumarkt und habe ein paar Pflänzchen besorgt. Für die Aquarioponik. Ja, so. Das sind drei neue Pflanzen, vier Töpfchen. Hier vorne direkt. Ja. Das ist eine Zwergbanane. Das hier ist meine Einblattfahne oder wie heißt die? Spatifyllum. Und die gleiche ist auch hier nochmal. Und hier vorne ist die Tradescantia zebrina, also die Zebra Dreimasterblume auf Deutsch, glaube ich, heißt die. Ja, da habe ich gerade in aller Hektik, habe ich die noch schnell hier eingesetzt. Barbie war nämlich bis gerade noch da. Mit Weibchen und Anhang. Und ja, musste ich mich jetzt ein bisschen sputen. Hab da hier ein bisschen Rauerei gemacht bei der Gelegenheit. Ja, die waren ja in Erde und das ist ja nicht so gut. Ja, das heißt, ich musste erstmal die Erde abmachen und nochmal ein bisschen Erde abspülen. Jetzt ist das Waschbecken verstopft. Jetzt muss ich da gleich mal gucken, dass ich das wieder frei kriege. Ja, und dann musste ich die halt hier in die Töpfchen reinzwängen. Gerade die Banane, die ist schon ganz schön mächtig, der kleine Fuß. Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, sind da auch schon zwei Ablegerknospen dran. Ja, dass ich also damit rechne, dass also bald schon Ableger da rauskommen. Ja, und Einblattfahne oder Friedensfahne oder wie auch immer die heißt. Die heißt also die Spatifyllum. Die wird ja teilweise sogar als Aquarienpflanze angeboten. Früher zumindest. Ich meine heute glaube ich nicht mehr. Weil es ist keine Aquarienpflanze, keine Unterwasserpflanze. Auf jeden Fall. Aber die hält einige Zeit unter Wasser aus. Also die ist also sehr wasserliebend. Ja, da habe ich jetzt mal radikal die Wurzeln weggeschnitten. Und in dem kleinen Pöttchen, in dem kleinen Pöttchen waren so viele Pflanzen drin, dass ich die quasi hier noch auf zwei Pöttchen aufteilen musste. Ja, und gerade, weiß nicht, ob man das gerade hier sehen konnte, die Panzerwälse werden immer mutiger, ja, die waren also, selbst als Fabi die ganze Zeit davor gesessen hat, waren die komplett, oder was heißt komplett, also einige waren auch direkt vorne an der Scheibe und ja. Ja, also man sieht ja jetzt auch ein paar rumwuseln. Ja, finde ich schon sehr geil. Ja, dann haben wir noch eins. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe hier einen Heuaufguss angesetzt. Das ist also schon eine richtig schön trübe Soße. Noch stinkt sie aber nicht. Aber ich habe trotzdem einfach mal in die beiden, hier in das 60er und in das 80er, mal einen guten Schluck reingeschüttet. Das werde ich jetzt jedes Mal machen. Und dann wieder auffüllen. Irgendwie müssen wir das ja mal in Gang kriegen, ne? Dass das mit dem, also mal herausfinden, ob wir das über einen Heuaufguss geregelt kriegen, dass die Becken klar werden. Ich habe auch noch was überlegt und zwar, habe ich auch schon bestellt, und zwar das Protogengranulat von Hobby. Na, das kennen einige von euch sicher. Und dieses Protogengranulat, das sollen ja auch Infusorienzysten drin sein. Ja, und das werde ich auch einfach mal probieren, ja, ob das was bringt. Ja,
Also gut, ich meine, jetzt kann natürlich sein, dass sich das überschneidet, aber ich habe ja nur die beiden Becken zur Verfügung. Vielleicht hat ja von euch auch mal jemand Bock, das mal auszuprobieren. Gerade jemand von euch, der oder die da ganz massive Probleme mit Trübungen im filterlosen oder diffusionsgesteuerten Aquarium haben. Einfach mal ausprobieren, bevor man dann UV-Klärer verwendet. Vielleicht funktioniert das ja. So, jetzt wollen wir doch mal gucken. Bettina ist da, Dani, Petra, Marco, Carsten, Duffy, Chris, Jutta, Sabine, Sascha, Marco, Oger, Oberländer, Ralf, Siebeli. Jetzt geht's los. Viel Spaß allen. Ja, danke. Ja, hoffe ich auch, dass wir ordentlich Spaß haben heute. Und ich denke mal, ich habe auch ein sehr zeitnahes Thema gewählt für heute. Der Uwe ist da, Hakjörnskött ist wieder da, Severin, Falk ist da, Emre ist da, Ganelos ist da, Bernie, kein Durchblick, Petra, Frage, woran kann es liegen, wenn nach einem Jahr immer noch Kieselalgen da sind, Wasserwerte stimmen laut Testkoffer? Manchmal hält man auch Bakterienfilme für Kieselalgen, die möglicherweise gar keine Kieselalgen sind. Das ist dann häufig der Grund, wenn Aquarien überlastet sind oder wenn der Bodengrund nicht regelmäßig gewartet wird. Also das heißt, sprich gemulmt, gerade bei Kies. Ja? Also häufig ein Pflegefehler. Ja? Das ist, ich sag mal, meistens der Grund, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Kieselalgen sind. Kieselalgen, also die siehst du eigentlich nur während der Einfahrtzeit und danach eigentlich nie wieder. Also wie gesagt, guck mal, wie dein Filter aussieht, ob der möglicherweise mal wieder gereinigt werden müsste. Oder beides, ne? Ob der Bodengrund mal gemulmt werden müsste. Der Tom, hallo, zum ersten Mal dabei. Ja, herzlich willkommen, Tom. Freut mich, dass du da bist. Los Canelos, mein Thermometer, was du empfohlen hast, ist schon kaputt, weil meine eigene Dummheit ist ins Wasser gefallen. Oh, das ist natürlich schade. Aber trockne das mal ordentlich, bevor du das wegschmeißt. Ja, das kann also, manchmal gibt es da auch Effekte, die sich selber wieder reinigen, wenn, also reparieren, wenn das trocken wird. Sabine, was für Heu hast du genommen? Ganz stinknormales Heu für Kaninchen. Ja, also ganz stinknormales Heu. Das ist eine gute Handvoll auf 1 Liter Wasser ungefähr. Na, und das ist, ich sag mal, der klassische Heuaufguss. Marco, hi Tom, willkommen. Laufente ist auch wieder da. Frank. Jutta, das 80er sieht toll aus. Pflanzen richtig spitze. Füllst du aktuell nur Wasser nach oder wechselst du schon Wasser? Nein, ich habe noch nie Wasserwechsel da gemacht beim 80. Rara, hallo an alle. SM ist da. Tom, Polymers, Arne. Mein Gott, sind ja alle da. Das ist ja geil. Sie 78 Zuschauer, 30 Likes. Ja, jetzt können wir anfangen, wa? So, ja, ich sag mal, das 80er, mir gefällt es auch nicht schlecht, ne? Obwohl ich jetzt unbedingt mal wieder ein bisschen gärtnern müsste. Also das Perlkraut kommt mal wieder oben an. Ja, das habe ich auch nicht mehr geschafft heute. Und du siehst echt scheiße aus, Mädchen. Noch keiner heute die Augen sauber gemacht, ne? Komm. Ja, meine Maus. Meine Maus, meine Maus. Ja, das ist so gut. Das ist so gut, ne? Ja, das ist so gut.
wo du doch nur einmal im Jahr gekrault wirst, ne? Bei dem schlechten Rabenvater, den du da hast, ne? Mein Mädchen. So. Proxima ist auch da. So. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ja. Ihr habt bestimmt das Zettelchen gesehen, wo Osmose draufsteht. Ich habe mal wieder die Osmoseanlage laufen. Bitte ab und zu mal daran erinnern. Ich habe zwar hier vor mir auch einen Zettel liegen, aber mal daran erinnern, dass ich da mal einen Blick reinwerfe. Nicht, dass mir das Ding wieder überläuft. Oder was heißt über, nicht wieder. Also Kanister habe ich schon voll, ne, für nachher so mitnehmen. Don, du bist auch neu, ne? Moin, schön, dass du da bist. Anita hatten wir, glaube ich, schon gerade. So, ja, was haben wir noch Neues? Entweder die Schnecken oder die Einsiedler, ich glaube eher die Schnecken, die haben hier mal ordentlich rumgeräumt, die haben die ganzen Viecher verschoben. Hier vorne, hier ganz vorne in der Mitte, ist der Stein mit den Zoanthus. Der lag quasi da, wo jetzt mein Kopf ist. Ne? Ne, also. Und ich habe gerade, also vorhin, bevor Fabi kam, habe ich fast alle Algen rausgeschmissen. Ja, da ist hinten nur noch so ein bisschen. Ich meine, das bisschen ist immer noch mehr als doppelt so viel. Nur das kleine bisschen ganz links, das war ungefähr die Menge, die ich damals gekriegt habe. Und also das, was ich gerade rausgeschmissen habe, ist quasi halber Eimer voll gepresst. Ja, ich meine, klar, jetzt im Moment Fadenalgen, aber ihr wisst ja, da habe ich einen kalten Arsch. Ne? Da habe ich ja keine Probleme mit. Ne? Die Scheibe kann man besser von vorne sehen. Ja, und ihr wisst, wie die noch vor kurzem ausgesehen hat. Ja. Und ich habe nichts dran gemacht. Ich habe die nicht sauber gemacht. Ja. Ja. Das ist alles von ganz alleine verschwunden. Ne? Ich meine, ich habe gerade schon gefüttert. Deswegen ist das jetzt auch ein bisschen trüb. Ja, und die Schnecken und die Einsiedler sind nach dem Füttern wieder total blöd geworden, total, ja, total am Rad gedreht. Ja, wie das so immer ist, wenn ich da fütter. Ich meine, ihr wisst ja, mein gutes Futter, da ist sowieso nur vom Allerfeinsten drin, ne? Der Axel ist da. Marco, du hast ja das 1 Liter Mini-Aquarium im Discord verlinkt. Denkst du, das kann stabil laufen? Ich habe das verlinkt, weil ich weiß nicht, wer war das? Hat einen Link reingestellt, einen Amazon-Link ohne meinen Link, ja, ohne meinen Affiliate-Link. Und den habe ich dann gelöscht und habe das dann reingenommen und hab's dann in Discord gestellt. Deswegen ist das eigentlich da drin. Ich sag mal, das kann, selbstverständlich kann das stabil laufen. Ja, ich sag mal, der Martin, der hat das Ding ja und das lief bei dem ja auch ziemlich lange stabil. Ne? Ich glaube, der hat da, glaube ich, auch kaum was dran gemacht, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Nee, das kann durchaus stabil laufen. Das kann man auch genauso filterlos bzw. diffusionsgesteuert laufen lassen. Ja, das ist also auch kein Problem. Tom hatte gestern mal geschrieben auf YouTube, habe meine 2 Rucksackfilter umgestellt. Ja, super. Du hast mir auf YouTube geschrieben. Oder als Kommentar. Irgendwie kriege ich irgendwo nicht alle Kommentare. Keine Ahnung. Ich gucke ab und zu mal so alle paar Monate. Gucke ich mal in die Kommentarfunktion, also wo alle Kommentare angezeigt werden.
Und ich entdeckte also immer wieder uralte Kommentare, die ich nie gesehen habe. Keine Ahnung. Warum? Aber naja. Angie, hey, guten Abend zusammen. Hu Joachim, hab's mal wieder geschafft, dabei zu sein. Ja, das freut mich, Angie. Das ist klasse. Polymers Frage: Was ist wichtiger für den Pflanzenwuchs? Ausdüngung, CO2, Ausdüngung, CO2 und so weiter. Beleuchtungsdauer oder die Intensität? Beispiel 6 Stunden 60% oder 5 Stunden 80%. Ja, sagen wir mal anders. Du solltest so viel beleuchten, wie die Pflanzen brauchen, ne? Ob das jetzt zufällig bei dir auf 60% reicht oder auf 80%, das kann ich natürlich nicht entscheiden, ne? Das kommt natürlich ganz auf deine Beleuchtung und auf deine Pflanzen an, ne? Also letztendlich wirst du auch sehen an einigen Pflanzen, ich sag mal zum Beispiel an Rotalas kann man unter Umständen sehen, dass die, wenn die genug Licht haben, dann machen die sich klein, ja? Dann legen die Blätter an und das ist ein Zeichen davon, dass die einfach genug haben, ja? Und wenn die Rotala genug hat, dann haben die meisten anderen Pflanzen auch genug, ja? Also daran könntest du dich unter Umständen orientieren. Der Thomas ist da. Frank, was hältst du von einem umgedrehten Glas mit CO2 gefüllt? Eventuell mit Strömungskontakt wäre wartungsarm, preiswert und kein CO2-Verlust an die Luft. Also eine sogenannte Paffradschale nennt man sowas. Ja, das ist im Prinzip einfach nur ein Hohlkörper, der von unten mit CO2 bestückt wird und der dann quasi, wo das CO2 ins Wasser eindiffundieren kann, das nennt man Paffradschale. Ja, und ob das jetzt ein Glas ist oder spielt letztendlich keine Rolle. Ein Problem bei der ganzen Geschichte ist, du kriegst natürlich damit CO2 ins Wasser. Ja, aber das ist natürlich nicht sehr effektiv, ne? Ja, weil einfach da die Oberfläche, ja, also die CO2-Oberfläche vergleichsweise gering ist, ja. Mit kleineren Blasen ist natürlich, also je kleiner, je feiner die Blasen, umso effektiver bzw. umso größer ist natürlich relativ gesehen die Oberfläche. Ja, deswegen kriegst du mit einem Reaktor oder mit einem Diffusor bei weitem mehr CO2 ins Becken, ne? Und ich sag mal hier mit dem, ich habe ja hier den, also hier am 80er habe ich ja den JBL-Reaktor, wie heißt er nochmal? Den, also diese Schnecke habe ich ja da dran. Ich meine, im Moment gebe ich ja kein CO2 drauf, muss ich unbedingt mal dran denken, dass ich das auch mal umbaue. Das ist auch wesentlich effektiver, weil da eben zwar auch eine relativ große Blase, aber selbst diese große Blase hat also bei weitem mehr Oberfläche als halt so eine Paffradschale. Ja. Und oben drüber, falls das CO2 nicht komplett verbraucht wird oder eindiffundiert, ist also darüber die oberste Kappe ebenfalls eine Paffradschale, wenn man die oben verschließt. Ja, ich habe oben. Ja, weiß ich nicht, kann man nicht sehen. Aber ich habe oben quasi ein Stück Schlauch gemacht, das ich oben dicht gemacht habe. Ja, damit dann bleibt das CO2 also oben auch in dieser Schale. Ja, dann hat man eben beides. Paffradschale, quasi was du mit deinem Glas machst. Ja, und unten drunter noch den Reaktor. Tom, denke die Lichtstärke. Nee, wie ich schon sagte, ne, also das Gesamtpaket ist entscheidend, ne? Und du kannst nicht sagen, das oder das oder das, sondern du musst halt gucken, was brauchen meine Pflanzen. Ja, und danach richtet sich das. Polymers außer Düngung. Ja, die Düngung ist jetzt noch natürlich eine andere Geschichte, ne? Also ohne Nährstoffe, also ohne verfügbare Nährstoffe, wachsen die Pflanzen natürlich auch nicht. Jutta, ja, der Mini Complete Tank läuft bei mir seit einem Jahr stabil. Ja, das sollte, wie gesagt, auch kein Thema sein. Marco,
Jutta, hast du Schnecken drin? Elbjotre, guten Abend, liebe Gemeinde. Guten Abend, Elbjotre. Axel, Frage, meine Panzerwelse schwimmen alle in einer Ecke auf und ab. Bei Fütterung kommen sie alle, danach geht's wieder in die Ecke und schwimmen wieder auf und ab. Sind die Gaga, was soll das Verhalten? Eigentlich ein Zeichen, dass dein Wasser, dass dein Becken noch nicht so ganz rund läuft. Das ist das. Ja, also die so ein Verhalten zeigt sich eigentlich, wenn irgendwo im Wasser, irgendwo im System irgendwas noch nicht so ganz rund läuft. Ja, wenn die Einfahrzeit noch nicht richtig durch ist oder was auch immer. Ja, das ist meistens die Ursache. Tom, Kommentar. Ja, ich meine, wenn ich den geliked habe und eventuell noch ein Herzchen gemacht habe, dann habe ich ihn auf jeden Fall gesehen. Ne? Das kann ich jetzt natürlich nicht, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Oberländer, die Welse spinnen manchmal, geht alleine wieder weg. Ja, wie gesagt, das ist ein Zeichen, dass sie sich noch nicht so ganz hundertprozentig wohlfühlen. Ne? Sabine, haben meine Choris die ersten Tage auch gemacht. Ja, meine Choris hier haben sich die ersten Tage einfach nur versteckt. Ne? Onkel Slayer, guten Abend, Daumen drücken, genau. Wir haben 92 Zuschauer und 41 Likes. Ich glaube, da geht auf jeden Fall heute noch was. Angie, Grüße auch von meinem Männer, guckt ja immer am TV mit. Ach ja, meine Palifina-Babys sind fast 2,5 Zentimeter, können bald zu den Elterntieren umziehen. Dann kann ich endlich auch das Becken neu machen. Ja, supi. Ja, schöne Grüße an dein Männle. Und ja, freut mich. Ich meine, 2,5 Zentimeter. Da können die auf jeden Fall zu den Alten, oder? Und 2,5 Zentimeter, du meinst ohne Schwanzflosse, ja? Also man misst immer die Körperlänge. Hirsch ist auch da. Ed Frank, du könntest dir auch einen Flipper kaufen. Die sind recht günstig und funktionieren einwandfrei. Von Dennerle, der Flipper, ne? Das ist ja so ähnlich wie der von JBL, nur dass der nicht im Kreis dreht, sondern halt nur kaskadiert, also nur in Stufen. Hm, ein Mädchen? Pixel, welche Fische kann man gut mit Skalaren halten? Ja, alles, was möglichst nicht ins Maul reinpasst. Ja. Was du auch nicht halten solltest, sind Fische, die den Skalaren unter Umständen an die Bauchflossen gehen könnten. Ja, ich sag mal so. Also möglichst keine Blutsalmler, keine Sumatra-Barben und sowas. Ja, aber ansonsten kannst du da fast alles reintun, jede Menge. Ne? Sollten zumindest von den Ansprüchen her zusammenpassen. Ja, Klassiker sind natürlich alles an Salmlern, eventuell Zwergzichliden. Ja, aber wenn es dir nicht drauf ankommt, dass die biotopgerecht sind, dann kannst du da auch Barben, Bärblinge und was weiß ich zusetzen. Ne? Jutta, et Marco, heute habe ich in den großen Becken gegärtnert und da kommen dann ab und an Blasenschnecken mit rein in die Minis. Okay. Hier, Flipper ist am besten für Bio-CO2, zumindest aus meiner Erfahrung, weil du den Druck nicht für den Diffusor herbekommst, selbst mit Luftdiffusor. Schwierig. Ja, der JBL ist ja auch drucklos. Ja, der, also wenn der Flipper funktioniert, funktioniert der auch von JBL. Proxima, diesen Flipper von Dennerle habe ich jahrelang in meinem Nano-Becken benutzt. Ja, kann man machen. Matthias, Moosgrünbarben sind penetrant nervig für Skalare. Ja, das sind halt Sumatra-Barben. Ne? Also die Moosbarbe ist halt auch nur eine Sumatra-Barbe, genau. Da gibt es ja auch noch die Goldform und mittlerweile auch, glaube ich, noch ein paar andere. Ja, also keine Sumatra, also keine Moosbarben und warum ist hier deine Anzeige? Angie, dann brauchen sie noch etwas. Sie sind mit Schwanzflosse zwischen 1,5 und 2,5.
Ich traue nur meinen Großen nicht so sehr, die haben mir zu große Mäuler. Ja gut, die Größeren, also mit 2,5, die kannst du natürlich auf jeden Fall reinsetzen. Ne? Das ist kein Problem. Der Patrick wollte blaue Kongo-Salmler, Mosaikfaden, Rotkopf-Salmler und am Boden 3 Hexenwälse, 20 Panzerwälse, 5 Gürtelbarben, nee, 5 Gürtel Aale, die 18 cm maximal. Aquarium 500 Liter, passt das? Das sollte. Ich meine, die sind natürlich jetzt von überall gemixt. Das ist Afrika, Asien, Amerika, also Südamerika, da ist ja alles drin. Aber letztendlich, ich sag mal, so weit sollten die von den Ansprüchen her schon zusammenpassen. Dieter ist auch da. Axel, danke für eure Antworten. Gerne. Hansi, hallo allen, guten Abend Joachim. Ja, Hansi, guten Abend dir auch. 107 Zuschauer haben wir aktuell. Ja, supi. So. Ja, wenn ihr jetzt aktuell keine Fragen habt, würde ich mal sagen, gehe ich einfach ans Thema. Ne? Ist noch mal ein Stückchen meine Stimme ölen. Die ist auch heute noch ein bisschen rau, aber nicht so schlimm wie letztes Mal. So, also kommen wir mal zum Thema. Thema ist heute: Wo steckt bei der Energiebilanz ein Sparpotenzial beim Aquarium? Ja, wo im Moment die Rohstoff, also die Energiekosten jeglicher Art im Moment also extrem in die Höhe schießen, dachte ich mir, wäre das wahrscheinlich jetzt eigentlich genau das richtige Thema. Ja, um da vielleicht mal ein bisschen einfach mal zu überlegen, ob man am Aquarium vielleicht nicht doch einiges an Energie einsparen kann. Ja. Ich sag mal, wenn ich ein Aquarium habe, was sowieso schon nur mit auf Minimalfunktion läuft, also ohne Heizung, nur mit einer kleinen Strömungspumpe und mit einer kleinen Beleuchtung, da ist natürlich dann nicht mehr so viel Potenzial. Ja, also auch ohne, also wie gesagt, ohne Heizung. Dann kann man höchstens noch ein bisschen Energie sparen. Ja, eigentlich nicht wirklich. Man kann höchstens Wasser sparen, wenn man eine Abdeckung drauf macht und dann weniger verdunstet, weniger Wasser verdunstet. Ja, weniger Wasserverdunstung bedeutet auch, dass das Wasser einen ganz kleinen Hauch wärmer wird oder bleibt, weil Verdunstung verursacht ja auch eine Abkühlung. Das kennen wir ja, das nutzen wir im Sommer mit Ventilatoren, um unser Aquarium runterzukühlen. Also von daher macht das dann natürlich schon auch was aus, aber das ist bei einem ungeheizten Aquarium eigentlich nicht mehr erheblich. So, ja, außer dass man also doch deutlich Wasser sparen kann. Also hier bei dem Seepferdchenbecken seit die Doppelsteckplatten oben drauf liegen, habe ich also, ich sag mal, mindestens 70, 80, 90% weniger Wasserverdunstung. Das ist, ich sag mal, das ist schon erheblich. Ja, vor allen Dingen, das Becken ist ja auch geheizt, ne? Und alleine die Verluste an Wärme, die oben aus dem Aquarium, nicht nur durch die Verdunstung, sondern überhaupt auch durch das Temperaturgefälle, Erfolgen sind natürlich schon nicht unerheblich. Ja, allerdings habe ich hier die Heizung, die Raumheizung. Die läuft hier auf 4. Ja, also schon. Ich habe also auf jeden Fall hier die Bude etwas höher aufgeheizt, weil hier sind ja mehrere Aquarien und es ist letztendlich billiger, den Raum mit den Aquarien aufzuheizen, als ein großes Aquarium elektrisch zu heizen. Ja, ich meine, ist natürlich alles relativ. Wenn du nur so ein kleines
ein kleines Nanobecken da stehen hast, dann ist das natürlich blödsinnig, ne? Dafür einen Raum höher aufzuheizen. Aber wenn du mehrere Aquarien hast oder vielleicht sogar eine kleine Zuchtanlage, dann kann sich das durchaus bemerkbar machen. Ja, das ist also wie gesagt eine Abdeckung. Also hier eine Plexischeibe oder Glasscheibe oder diese Doppelstegplatten machen energietechnisch bei geheizten Aquarien richtig was aus. Ja, also das macht richtig was aus. Ne, mal abgesehen von der Verdunstung, aber die Wärme, die da oben entweicht, ne, also das ist schon nicht unerheblich. Da ist der größte Energieverlust. Und da die Heizung bei unseren Aquarien ja nun mal der größte Energieverbraucher ist, macht das richtig was aus. Und das ist im Prinzip auch das, wo man eigentlich am besten ansetzen kann. Ja, also die meisten Aquarien werden, oder da guckst du nicht von allen Seiten rein. Ne? Ja, eventuell beim Raumteiler, aber da hast du dann immer noch eine Seite, die dann in der Regel an der Wand steht. Selbst da besteht Einsparpotenzial, mal abgesehen von also die Abdeckung sehe ich jetzt mal als abgehakt an. Aber man könnte alleine diese eine Scheibe, könnte man noch isolieren, ne, indem man da, was weiß ich, da reichen unter Umständen schon 2 Zentimeter Styropor, die man da dran packt. Ja, ob man sie anklebt oder nur anlehnt oder anklemmt, spielt letztendlich keine Rolle. Aber das macht auch schon was aus. Ne? Ne, man könnte, also überhaupt alle Seiten, wo man nicht ins Becken, also durch die man nicht ins Becken gucken will, kann, darf, was auch immer, die kann man wunderbar mit Styropor oder Styrodur, vielleicht noch besser, isolieren. Ja, das macht richtig was aus, weil Glas hat einen, ich sag mal, vergleichsweise schlechten Isolationswert. Ja, also ein Plexi-Aquarium, also ein Acryl-Aquarium ist da schon wesentlich stärker isoliert. Man könnte jetzt natürlich die ganze Sache auf die Spitze treiben. Ja, man könnte jetzt einfach hingehen und sagen, so, ich möchte alle Scheiben isolieren. Das kann man durchaus auch machen, indem man zum Beispiel auch vor die Scheiben, durch die man schaut, könnte man jetzt von außen auch noch mal eine Plexiplatte, eine Plexischeibe vorkleben, vorsetzen, ja, dass man auch da noch ohne Sichtverluste noch Einsparpotenzial hat. Also wie gesagt, das wäre natürlich auf die Spitze getrieben. Ne, da könnte man also tatsächlich, das macht richtig was aus. Ne, da reicht eine 5 mm Plexischeibe, macht da schon richtig was aus. Ja, also die Isolationswirkung von Plexi im Vergleich zu Glas ist enorm. Ja, die Verbesserung. Ja, und das könnte man, wie gesagt, machen. Man kann ihn natürlich dann jederzeit wieder abnehmen, weil wenn da nämlich Wasser zwischen die Plexischeibe und das Glas, die Glasscheibe laufen könnte, dann hast du natürlich da hässliche Flecken, ja. Also man muss es wieder abmachen können, dass man es reinigen kann. Ja, aber wie gesagt, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Weiter zur Heizung. Es gibt Leute, die meinen, die stehen auf dem Standpunkt, wenn ich eine kleinere Heizung reinmache, heize ich weniger. Das ist schlichtweg falsch. Ja, das ist eine Milchmädchenrechnung. Weil letztendlich ist es so, wenn du eine bestimmte Temperatur erreichen willst, dann heißt das, du musst in dein Aquarium eine bestimmte Energiemenge reinbringen. Ja, meistens in Joule bzw. Kilojoule angegeben. Ja, wenn du dein Aquarium isolierst, brauchst du natürlich entsprechend weniger. Aber das hat nichts mit der Heizung, mit der Stärke der Heizung zu tun. Du kannst aber jetzt zum Beispiel, trotzdem hast du da auch noch Einsparpotenzial, weil ich behaupte einfach mal, die meisten Aquarien sind viel zu warm gehalten, viel zu warm aufgeheizt. Ne? Also ich sag mal, selbst bei 24, 25 Grad, bei den weitaus meisten Fischen,
besteht immer noch Potenzial. Da kann man immer noch auf 22 Grad runtergehen oder auf 21. Oder unter Umständen kommt auf die Fische an oder komplett auf die Heizung verzichten. Ja, ja, das sollte man sich mal einfach mal die Fische angucken und beziehungsweise einfach mal ein bisschen sich schlau machen, ob die Fische nicht vielleicht sogar bei Zimmertemperatur haltbar sind. Ja, also man muss bei den Angaben, die bei den Fischen gemacht werden, muss man absolut nicht an die Obergrenze gehen, sondern an die Untergrenze. Das reicht völlig aus. Manchmal kann man sogar noch deutlich darunter gehen. Das können die Fische eigentlich sogar gut ab. Und wenn man dann weiterdenkt, ja, also wenn man die Fische kühler hält, leben die auch viel länger. Ja? Und haben einen geringeren Stoffwechsel. Das bedeutet, das Wasser wird auch nicht so stark belastet. Ja, man kann also dann auch komplett unter Umständen auf den Filter verzichten. Ja, also ich sag mal vielfach, ich behaupte ja sowieso, dass die meisten Aquarien also durchaus filterlos betrieben werden können. Und von daher kann man unter Umständen die Wasserbewegung im Aquarium entweder per ganz schwacher Strömungspumpe managen. Ja, da braucht man nicht die vergleichsweise starken Energiezehrer Außenfilter. Ja, da reicht also oft eine ganz kleine Pumpe aus, die nur, was weiß ich, 2-3 Watt verbraucht. Oder man kann sogar, wenn man keine CO2-Zugabe macht, wenn man das Aquarium eben nicht mit CO2 versorgt, zusätzlich für die Pflanzen, dann kann man sogar über einen Luftheber eine wunderbare Strömung erreichen. Ja, und so eine Membranpumpe, so eine einfache kleine Membranpumpe, die braucht auch nur 1,5-2 Watt. Mehr brauchen die gar nicht. Ja, da kann man also, man kann sogar unter Umständen mit dieser kleinen Pumpe sogar mehrere von diesen Lufthebern betreiben. Ja, und da gibt es also auch ein paar Hochleistungsluftheber. Da kannst du mit so einer kleinen Pumpe mal eben 1000 Liter durchjagen. Ne? Das ist also durchaus nicht unmöglich. Ne? Also wie gesagt, da kann man also durchaus auch ein bisschen sparen. Gut, das ist jetzt natürlich Erbsenzählerei, aber da kommt ein Watt zum anderen. Ja, ich sag mal, alleine, wenn man zu Hause seine ganzen Stand-by-Geräte abschalten würde, da, am Ende des Jahres ist das, da kannst du von essen gehen oder ja, oder lecker mal ein Eis essen gehen, was du da einsparen könntest. Ja, macht natürlich kein Mensch. Ne? Ich würde das mache ich natürlich auch nicht. Aber theoretisch ist da Potenzial. Zweite Sache, ja, also mal abgesehen jetzt von der reinen Beckenisolation und der Verringerung der Heizleistung, besteht bei vielen Aquarien sogar noch Potenzial bei der Beleuchtung. Ja. Viele Becken sind sogar eigentlich, könnten mit weniger Licht gut auskommen. Ja. Das kann man entweder über eine von vornherein kleinere Beleuchtung, schwächere Beleuchtung regeln oder mit einer etwas teureren, aber regelbaren Beleuchtung managen. Weiterhin bei der Beleuchtung, ja, wenn ich sag mal angenommen, du hast schon eine LED-Beleuchtung auf deinem Becken und die ist aber vielleicht schon, was weiß ich, 5 Jahre, 10 Jahre alt, dann gibt es heute, also die Entwicklung bei der Lichtausbeute bei den LEDs, da hat sich also in den letzten Jahren also noch sehr, sehr viel getan und das wird sich auch noch weiterhin ordentlich was tun. Also man kann also durchaus, wenn man hin und wieder mal die Beleuchtung austauscht, einfach mal gucken, welche Lichtmenge geben die Lampen denn ab. Ja, also meistens, also normalerweise sind die Hersteller verpflichtet, die Beleuchtungsstärke anzugeben. Die wird meistens in Lumen angegeben. Ja. Und da kann man einfach mal gucken, welche Beleuchtung hat denn mehr. Ja. Da gibt es also auch einiges noch an Einsparpotenzial, wenn man halt hin und wieder mal die Beleuchtung austauscht. Ja. Also auch bei den
bei den billigsten Lampen, ja, ich sag mal hier beim 80er Becken, da habe ich zwei Baustrahler oben drüber. Ja, und die haben, weiß ich nicht, beide zusammen, glaube ich, 30 Euro gekostet. Und die haben, also ich habe schon darauf geachtet, dass das jetzt also nicht die schlechtesten sind. Aber heute ist 100 Watt pro, also 100 Lumen pro Watt, ja, die hier haben, ist eigentlich längst überholt. Ne? Ja, okay. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt eine RGB-Lampe habe oder eine rein weiße Lampe. Also hier sind nur rein weiße Lampen drauf. Also die haben also rein rechnerisch eine höhere Lichtausbeute als RGB-Lampen. Allerdings ist es auch so, dass also die Lumen Ausbeute auf das für den Menschen sichtbare Licht berechnet wird. Ja, das heißt also, die Lampen sind heute so ausgerichtet, dass also unser Auge die am hellsten empfindet. Und das bedeutet, dass also der Gelb-Grün-Bereich besonders hoch ausgelegt wird. Ja, dadurch bekommt man einfach höhere Lumenwerte hin. Ja, RGB-Lampen sind natürlich eben nicht so ausgestattet. Ne? Die haben, da kannst du jede Lichtfarbe einzeln schalten. Und da kannst du unter Umständen mit einer, ich sag mal, lumentechnisch recht geringen Lampe, also die mit einem relativ geringen Lumenwert kommt, kannst du aber über den Rot- und Blauanteil natürlich viel mehr Energie für die Pflanzen einbringen als mit einer rein weißen Lampe. Ja, dumm ist natürlich nur, dass man da natürlich jetzt keine oder nicht auf den ersten Blick sehen kann, ob das jetzt eine ganz moderne LED ist, also die Farb-LEDs, ob das ganz moderne Lampen sind oder ob das auch schon ältere Typen sind. Ja, also oft ist es so, dass die Aquarienlampen nicht unbedingt also mit neuesten LEDs bestückt werden. Ja, da steckt sich der Hersteller gerne auch mal ein bisschen mehr Geld selber in der Tasche, ne? Und verarbeitet da LEDs, die eben nicht brandaktuell sind. Ja, aber wie gesagt, da ist theoretisch also auch noch Einsparpotenzial. Also soweit ich weiß, ist da heute die 200 Lumen pro Watt Grenze längst geknackt. Okay, die kann man noch nicht bezahlen, die sind einfach nur schweineteuer. Ja, aber da ist also schon auch einiges an Einsparpotenzial möglich. Ja, ich habe gestern der Aquarona hat eine neue Shihiros-Lampe vorgestellt, die WRGB 2 Pro. Ja. Die hat bei einer Stromaufnahme von 74 Watt, und wie gesagt, das ist eine RGB, also eine WRGB weiß mit RGB, hat die fast 100 Lumen pro Watt. Das ist für eine RGB schon richtig super. Ja, also der Vorgängertyp von der Lampe, der hat, glaube ich, die gleiche Lichtausbeute bei doppelter Leistung oder fast doppelter Leistung gehabt. Ja, das ist ein Unterschied, ne? Und also wie gesagt, da bei den Lampen also besteht durchaus Einsparpotenzial, ja. Ich sag mal, es ist also das waren 60er Lampen, 60 Zentimeter Lampen, also Standard, ne? Und okay, die kostet auch was, ne? Ja, die Lampe kostet mal eben, 300 Euro oder was, ne? Ist natürlich eine Stange Holz, ne? Aber da ist, wenn es dann wirklich auf die Energieersparnis ankommt, ist da auch ordentlich Potenzial. Ich meine, ob ich jetzt 130 Watt verbrauche und trotzdem weniger Licht über dem Becken habe oder ich verbrauche nur noch 75 Watt, ja, das ist natürlich schon, das sind 65 Watt, unter, nee, 55 Watt Unterschied. Ja, das ist eine Menge. Ne? Ja. Also wie gesagt, es ist durchaus, besteht bei fast allen Aquarien Einsparpotenzial.
Ich sag mal hier, also ich bräuchte auch für ein 80er Becken bräuchte ich keine 2x30 Watt darüber zu machen. Ja, da das sind 6000 Lumen, die da auf dem Becken sind. Das sind über 50 Lumen pro Liter. Ja. Das ist schon locker im Starklichtbereich. Ja. Und als filterloses Aquarium brauchst du eigentlich diese Lichtmenge niemals. Selbst bei anspruchsvollsten Pflanzen brauchst du die nicht. Ja. Selbst bei über 30 Zentimeter Höhe über dem Becken, wie die Lampen ja sind, ja, da wächst alles drin. Da wächst auch die Makranda drin, da wächst die Alternanthera drin. Ja, also da wächst alles. Die Hara wird knallrot. Ja, also von daher, das wäre nicht erforderlich. Ich könnte ja auch ganz locker auf 2x20 Watt runtergehen. Bei den Baustrahlern, ja. Ja, so. Bei den Baustrahlern. Und die gibt es mittlerweile auch schon in verbesserter Version zu ganz kleinen Preisen. Also mit deutlich über 100 Lumen pro Watt. Ich sag mal so, Standard mittlerweile sollte auch selbst bei den Baustrahlern 120 Lumen pro Watt sein. Ja. Also wie gesagt, so alles in allem, ja, auch bei den Pumpen besteht eine Möglichkeit. Also es gibt Pumpen, die verbrauchen für ihre Leistung vergleichsweise viel Strom. Ja. Allerdings auch andere, ich sag mal, hier habe ich im 80er Becken habe ich einen sogenannten Wave Maker. Ja, das sind diese Strömungspumpen, die man auch für die Meerwasseraquarien verwendet, die auch hier im Seepferdchen drin, Becken drin sind. Die verbrauchen nur ganz, ganz wenig, obwohl hier die regelbare Version, die verbraucht noch, ich sag mal, doppelt so viel wie die gleiche, bei gleicher Leistung ungeregelt. Allerdings kann ich dann nicht regeln. Ne? Und mir kam es darauf an, dass ich regle. Also die Pumpe verbraucht bei bis zu 4000 Liter pro 4000 oder 2000. Nee, ich glaube bis 4000. Bis 4000 Liter macht die. Und da verbraucht die 10 Watt. Ja. Das ist immer noch verdammt wenig für so eine starke Pumpe. Es geht aber auch nur, weil die quasi eine Null-Level-Pumpe ist. Das heißt, die braucht nur das Wasser zu bewegen. Die muss also keinen Druck machen. Die muss also nicht einen Meter hoch pumpen. Ja? Allerdings auch die Außenfilter brauchen keinen Meter hoch pumpen. Ja? Also viele Leute glauben, wenn der Filter unter dem Becken steht, ja, dann muss das die Pumpe dann diesen Höhenunterschied überbrücken. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Ja, da gibt es nun mal das Gesetz der kommunizierenden Röhren. Das heißt, wenn du den Auslauf aus dem Filter also nicht direkt ins Becken hältst, sondern quasi neben dem Becken einfach hochhältst, dann wirst du sehen, der Wasserstand in dem Schlauch wird sich auf den gleichen Wasserstand einpendeln, wie das Beckenniveau ist. Ja? Das heißt, die braucht auch nur quasi über die Kante des Aquariums rüber zu pumpen. Mehr braucht die nicht. Also das heißt, die Filterpumpen könnten also auch deutlich geringer, deutlich schwächer ausgelegt werden. Zumal eigentlich so wie ich es predige, dass man also auch die Außenfilter eben nicht laufen lässt, bis nichts mehr rauskommt, sondern dass man die mindestens einmal im Monat reinigt, ja, dass also der Filter frei arbeiten kann. Dann könnte man von vornherein also auch Pumpen nehmen, die also auch nicht mehr verbrauchen als diese Wavemaker, ja, also diese drucklosen Pumpen, ne? Also alleine über die Aquariumpumpenkante, schafft jede Pumpe, ne? Also wie gesagt, da kann man auch darauf achten, dass man eben Pumpen verwendet oder Filter verwendet, die also eine sehr, sehr niedrige Leistungsaufnahme haben. Vorausgesetzt, man verwendet Filter. Ja, also wenn hier wie im filterlosen Aquarium kein Filtermaterial davor ist, was verstopfen kann, also die Pumpe quasi nur noch eine Wasserbewegung macht, ja, dann kann man die Pumpen nehmen, die geringste Stromaufnahme haben. Deswegen habe ich ja hier beim 80er auch so eine Wavemaker-Pumpe verwendet. Ja, und wenn man die auch nicht regeln muss, ja, dann so eine
Ich glaube, die Wavemaker mit 4000 Liter Leistung, also die, die ich hier im Seepferdchenbecken habe, da ist eine 4000er, die hat glaube ich nur 4 Watt oder 6 Watt, weiß ich jetzt nicht. Also wirklich nur minimal, ne? Also da ist die Steuermöglichkeit, nimmt also auch schon ein bisschen Energie weg. Ne? Also von daher, also wie ihr seht, also es ist durchaus ordentlich Einsparpotenzial vorhanden, wenn man es denn möchte, ja, wenn es sein muss. Ne? Ja, und ich sag mal, wenn man mit dem Gedanken spielt, zu Hause die Heizung im nächsten Jahr oder dieses Jahr noch ein bisschen runterzufahren und sich lieber ein bisschen besser anzieht, ja, also nicht mehr 22 Grad oder 20 Grad, sondern vielleicht nur noch 18 Grad in der Bude macht, dann macht das vielleicht durchaus Sinn, so den einen oder anderen oder die eine oder andere Sparmöglichkeit am Aquarium durchaus in Anspruch zu nehmen. Ne? Ja, also die aktuelle Situation, die wird so schnell sich wahrscheinlich nicht verbessern. Ne? Das wird eventuell sogar noch schlimmer werden. Ja. Ja, okay, wenn ihr noch Fragen habt, gerne. Ja, und aber ich bin, denke mal, mit dem Thema weitestgehend durch. Mir fällt jetzt im Moment so nichts anderes ein. Ja, liebe Leute. So. Jetzt muss ich mal ein Schluck nehmen. So, was haben wir denn da Schönes? Oh, habt ihr einiges gefragt. Patrick, wie viele Mosaikfadenfische und Kongo-Sammler würdest du mir empfehlen bei 500 Liter? Also bei den Fadenfischen grundsätzlich ein paar, nicht mehr. Ja, und Kongo-Sammler bei 500 Liter Becken, weiß ich nicht, 15, 20, keine Ahnung. Also in dem Bereich kannst du da locker denken, denke ich. Ne? Hirsch, magst du mal deine kleinen dicken Panzerwelse zeigen, Joachim? Habe ich doch gerade. Mal gucken, wo die kleinen dicken, die wuseln da überall rum. Da könnt ihr unten unter der Wurzel sieht man etliche rumwuseln. Da links neben dem Moos hat sich gerade einer gezeigt. Also heute waren die erste Mal, also als ich gekommen bin, sind die also schön fleißig im Becken rumgewuselt, ganz ruhig und entspannt. Und selbst als Fabi vorhin die ganze Zeit vor dem Becken saß, also sich da vor dem Becken angelehnt hat, selbst da sind die also ganz lustig, ganz normal, ruhig und entspannt durchs Becken geschwommen. Also da unter der Wurzel, da sieht man sie. Ganz links ist, also ganz links an der Ecke ist auch einer, der da gerade auf der Altanantera rumwudelt. Zwei sogar. Also drei. Ihr seht ja, völlig entspannt. Keine Hektik, die müssen sich nicht mehr verstecken. Und also, ich bin also sehr zufrieden. Ja, meine Maus. Dieter, du bist unscharf, zu nah an der Cam. Nö, normalerweise sollte dir das ja alleine einstellen. Elbjotte, hier geht's nur nach oben. Supi, danke. Markus, guten Abend an alle. Ja, Markus, schön, dass du da bist. Jörg, guten Abend. Patrick, beim Markus. Hier, Prost, Jörg. Ich habe gerade ein San Miguel Dosenbier. Okay. Ihr sollt nicht immer von der Sauferei hier quatschen. Ist doch hier kein Saufverein. Aquarianer sind doch keine Alkis. Auto. Nicht, also zumindest nicht zwangsläufig. Aber wenn hier immer nur noch von Alkohol gequatscht wird, dann kommt aber ein anderer Eindruck rüber. Der Steve ist da. Angie, Ed Axel, ich kann dir nächste Woche von Tang schicken. Passt dir das? Hier, Seetang. Nein, wahrscheinlich Süßwassertang.
Axel, hallo Andy, ja, sehr gerne. Oberländer, hab heute einen Schlauch zum Heizen über die Lampen gelegt. Siehe Discourse, bringt wenig. Das bringt wirklich wenig. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, als ich Probleme mit der Temperatur im Meerwasserbecken hatte, habe ich einen alten Kühlschrank genommen und habe da, ich weiß nicht, wie viel zig Meter Aquarienschlauch reingelegt und gehofft, dass ich da irgendwas mit erreichen kann. Aber die Wirkung war auch quasi gegen null. Also das ist völliger Unsinn, das bringt gar nichts. Also zumindest nicht mit Kunststoffschläuchen. Das Einzige, was eventuell was bringen könnte, wären so was weiß ich, Edelstahl, Spiralen oder was. Ne? Ich sehe nein. Mach Platz. Du sollst Platz machen. Dumme Ziege. Ja. Aua! Ey, du tust mir weh, Ziege. Du willst ein Leckerchen haben, ne? Du willst ein Leckerchen. Du tust alles dafür, dass du ein Leckerchen kriegst. Ja, okay. Wir sind mal nicht so. Aber. Ja, komm schon. Komm schon. Hä? Eine kleine? Aber nur einen. Nur einen heute. So. Okay. Was sagt man? Sofort, ich weiß. So. Was haben wir denn da noch? Der Jens, Heizung habe ich zwar drin, aber ohne Strom und trotzdem 22 Grad im Aquarium. Wohnzimmertemperaturen, den Tieren geht es gut. Ja, also bei den weitaus meisten Fischen sind 22 Grad dicke genug. Und ganz ehrlich, ich behaupte sogar, Diskus kommen da super mit klar. Martin, Frage: Bei einem 200-Liter-Becken mit 50% Pflanzen. Masse, wie viel Urea würdest du täglich düngen? Das ist eine Frage. Sowas in der Art höre ich ab und zu mal. Ja. Das Problem ist einfach, ich kann nicht beurteilen, was für Pflanzen, ich kann nicht beurteilen, wie viele Pflanzen oder beziehungsweise wie das Wachstum der Pflanzen ist. Und entsprechend kann ich natürlich nicht beurteilen, wie der Verbrauch. Wie der tatsächliche Verbrauch aussieht, ja. Also es macht keinen Sinn. Also ich finde, das ist nicht seriös, wenn ich dir sage, du tust da in der Woche, was weiß ich, 20 Liter, 20 Milliliter von der Urea-Stammlösung, also von einer 15 oder 1,5-prozentigen Stammlösung rein. Das halte ich nicht für seriös, ja. Deswegen, also du kannst im Prinzip, solltest du den tatsächlichen Bedarf deines Aquariums austesten. Ja, du über eine Woche guckst du einfach Anfangsnitratgehalt und Endnitratgehalt. Ja, und entsprechend kannst du dann halt ausrechnen, wie viel hat mein Aquarium verbraucht an Stickstoff. Das heißt, die Menge an Stickstoff solltest du dann pro Woche dazugeben. Ne? Das ist die Sache, ne? Missy, nein. Nein. Da, Moment, ich werfe mal einen Blick in die Osmoseanlage. Ah, da ist noch Luft. Zwar nicht mehr viel, aber ich sag mal so, Viertelstunde, 20 Minuten kriegen wir noch hin, dass ihr mich vielleicht gleich noch mal drauf aufmerksam macht.
Hirsch, ich will irgendwann mal ein Biotop für dreistachelige Stichlinge aufsetzen. Bei Kaltwasserfischen bräuchte man im Sommer wohl eher was zum Kühlen. Da ist was dran. Ja, oder im Winter. Ja, eigentlich eher sogar im Winter. Weil im Sommer haben die ja durchaus auch recht hohe Temperaturen in ihren Tümpeln, Flüssen, Bächen. Ja, und also eher im Sommer sollte man zumindest, im Winter sollte man zumindest also deutlich runterkommen in der Temperatur. Deutlich. Ja. Markus, ganz ehrlich, wenn man sich die Firlefanz-Kosten für das Aquarium nicht mehr leisten kann, dann lass es. Die Kosten für ein oder mehrere Aquarien mal berechnen, ist echt ein Witz. Ja, lieber Markus, es gibt aber Leute, wie ich bis vor einiger Zeit, ja, eigentlich auch heute noch, muss ich mal ehrlich sagen, die müssen jeden Pfennig dreimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben können. Ja, es gibt genug Aquarianer, die also auch Hartz-IV-Empfänger sind. Ja. Willst du den Leuten absprechen, dass sie sich ein Aquarium halten sollen oder dürfen? Also gerade bei solchen Leuten ist es eben so, dass die sich eben halt bei den erhöhten Energiekosten unter Umständen das Aquarium einfach nicht mehr erlauben können. Ja, und ich denke mal, das ist schon wichtig, dass man das Thema anspricht. Ne? Und ich sag mal, wenn ich mir diese irren Wasserverschleuderer angucke, ja, die da 50 bis noch mehr Prozent Wasser die Woche wechseln, ja, dann geht mir schon irgendwo die Hutkrempe hoch, ja. Also das halte ich schon nicht mehr für zeitgemäß und von daher denke ich durchaus, dass also Energieeinsparpotenzial durchaus eine wichtige Angelegenheit ist. Ja, es mag nicht für jeden wichtig sein. Ne? Es gibt Leute, die fahren auch ein Big Block, ja. Ja, so einen alten V8. Ne? Ja, was weiß ich, 25 Liter pro 100 braucht. Ne? Können sich das erlauben. Ob das ökologisch sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ne? Deswegen denke ich, ist es durchaus akzeptabel, dieses Thema auch einfach mal zu thematisieren. Ja, ne? Auch wenn du da vielleicht anderer Meinung bist. Dietmar, weniger Licht kommt auf die Pflanzen drauf an. Ja, das stimmt. Kommt halt auf die Pflanzen an. Ja, und wie gesagt, meine Erfahrung mit diffusionsgesteuerten Aquarien ist eben so, dass die also häufig mit weniger Licht quasi den gleichen Pflanzenwuchs erreichen, wie bei zwangsgefilterten Systemen mit mehr Licht. Ja, das ist auch so eine Sache. Oberländer, genau, wer nichts verbrauchen will, soll auf der Parkbank Socken stricken. Genau, das stimmt. Dietmar, ich brauche Starklicht für meine Pflanzen. Ja, ich weiß ja nicht, was für Pflanzen du hast. Aber ich nehme an, du arbeitest zwangsgefiltert. Ne? Dann ist das sowieso immer noch etwas mehr brauchst du da. Axel, Joachim, denke an dein Osmosewasser. Ja, dankeschön. So, aber wie gesagt, ein paar Minuten haben wir noch. Tom, ich habe 4 Aquarien und keines ist höher als 23 Grad eingestellt. Habe schon überlegt, alle Heizer zu beerdigen. Habe Zimmertemperatur von mindestens 23 Grad. Ja, dann brauchst du auch keine Heizung, wenn du sowieso, dann werden die wahrscheinlich auch gar nicht nennenswert anspringen. Proxima, ich habe die WRGB2. Ja, die ist eigentlich sogar noch, also im Vergleich zu der neuen WRGB2 Pro, noch eine echte Energieschleuder. SM, Tom, welche Fische? Ja. Proxima und nicht auf voller Stufe. Das ist, ja. Tom, alles unterschiedliche. Roter Neon, blauer Neon, Glühlichtsalmler, Funkensalmler, Neokaridina, Zwergziersalmler. Ja, die kannst du alle bei 22 Grad, 23 Grad oder niedriger teilweise sogar halten. SM, Tom, danke. Oberländer, Pumpe heizt, ist kein Verlust. Bei externen Filtern durchaus. Ja, da geht eben nicht alles 1:1 ins Wasser.
Ja, also da ist durchaus Verluste auch in den Schläuchen. Schläuche haben auch Verluste, ja, auch wenn die gut isolieren vergleichsweise. Aber selbst dabei hast du Verluste. Ne? Also ganz so einfach ist es auch nicht. Ne? Aber du hast letztendlich recht, die modernen Pumpen, also zumindest alle untergetaucht arbeitenden Pumpen, stecken natürlich die eingesetzte Energie ins Wasser. Ja, das ist schon klar. Ja, aber wenn du die Energie gar nicht brauchst, weil dein Aquarium sowieso warm genug ist für deine Tiere, ja, dann ist selbst die Energie verschleudert. Komm, SM, kein Problem. Dann denke, werde es bald mal testen. Markus, das Einsparpotenzial besteht meiner Meinung nach nicht am Aquarium. Das ist lächerlich. Sind aber Aquarianer und deswegen sprechen wir über Aquarien. Ja, ich rede jetzt nicht von Fensterisolation und von Türisolation, sondern wir reden hier von Aquarien. Und da ist es einfach so, dass es Einsparpotenzial gibt. Und das wollte ich aufzeigen. Mehr nicht. Was jeder letztendlich draus macht, bleibt ihm oder ihr natürlich selbst überlassen. Ja, wenn du der Meinung bist, dass das lächerlich ist, okay, ist das deine Meinung. Ne? Aber es gibt halt, wie ich schon gerade sagte, genug Leute, für die ist das keineswegs lächerlich. Ne? Ein bisschen Geld zu sparen. Ne? Die brauchen das einfach. Hansi, Joachim, klasse erklärt. Danke dafür. Ja, gern. Patrick, echt nur ein paar. Der im Laden hat mir gerade bei Mosaikfadenfischen, die friedlichen sind, ein Männchen und fünf Weibchen empfohlen und wird nicht immer ein Weibchen gejagt, meinte er. Erstmal sind das keine Bettas. Ja? Und beim 500-Liter-Becken kann sich dein Weibchen also so weit von dem Männchen entfernen, falls es wirklich bedrängt wird. Aber bitte nicht mehr als ein Pärchen. Ja, das ist, würde ich nicht machen. SM, hallo Achim, Heusud ist irgendwie total an mir vorbeigegangen. Bitte nochmal in Kurzform. Danke. Ja, gern. So sieht das aus. Ich habe hier so einen alten 1 Liter Messinein. Kartoffelsalatbecher mit Deckel. Ja? Den lege ich nur so locker oben drauf. Ja? Und da habe ich einfach eine, ja, ich sag mal, eine gute Handvoll Heu. Ganz stinknormales Heu für Kaninchen, Meerschweinchen und so weiter. Habe ich hier reingemacht, ein bisschen klein gemacht, sodass das nicht ganz so lange Stücke sind, obwohl die immer noch hier teilweise oben rausgucken, aber spielt ja keine Rolle. Und dann habe ich da, ich habe zwar Osmosewasser reingetan, weil das ja auch in mein Osmosewasser-Aquarium reinkommt, aber besser wäre natürlich Wasser entweder aus dem Aquarium selbst oder besser sogar noch aus einem natürlichen Gewässer, ja, aus dem Bach, aus dem Tümpel oder woher auch immer. Und dann ist die Vielfalt an Mikroorganismen, die sich da entwickelt, einfach noch deutlich größer. Du kannst auch, ich sag mal, wenn du irgendwo ungedüngte Garten- oder Walderde hast, dann kannst du auch, ich sag mal, so einen Esslöffel voll Erde damit reinpacken. Aber wie gesagt, wichtig, ungedüngte, ja. Das ist ganz wichtig. So, und dann stellst du also wie gesagt, mit Wasser auffüllen, ne, dass also das Heu unter Wasser, dass du drückst es auch noch ein bisschen unter Wasser und dann lässt du das Ding einfach stehen. Ja, und ich sag mal so, nach 2 Tagen ungefähr wirst du merken, das wird trübe. Ne? Und so, ich sag mal so, nach 4, 5, 6 Tagen wird es anfangen zu riechen. Ja, und das kann also teilweise wirklich sehr unangenehm riechen. Ja, dann macht es vielleicht Sinn, das, was weiß ich, auf der Toilette oder im Keller oder was aufzubewahren. Ich mach das aber so, wenn ich jeden Tag, wenn ich hier bin, also alle grob 2 Tage, schütte ich einfach in meine trüben Becken jeweils mal so einen, ich sag mal, so einen guten Schluck rein, ja, und fülle das dann halt wieder mit Beckenwasser auf. Hier von dem 80er und einfach mal beobachten, weil diese Trübung in diesem Heuaufguss wird mit der Zeit, also das sind erstmal Bakterien, die da trüben, weil es ist ja
Sind ja noch keine. Missy, nein. Mach Platz. Mach Platz. Mach Platz. Mach Platz. Ja. Nützt nix. Gibt nicht mehr. Nee, echt nicht. Da kannst du noch so lange betteln, wie du möchtest. Nein, gib es nicht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und also wie gesagt, als erstes wird sich eine bakterielle Trübung einstellen. Ja, und dann fängt das irgendwann an zu kippen. Ja, einfach. Und dann entstehen also auch anaerobe Bedingungen, ja, weil eben durch diese irre Bakterienmenge, die sich da entwickelt, und auch durch die Zersetzung des Heus, das fängt ja an, sich irgendwann zu zersetzen. Ui, was ist das dann? Habt ihr euch abgesprochen? Eieieiei, da ist ja richtig, kommt ja richtig was an Spenden rein, ist ja supi. Ich guck gleich mal. Wie gesagt, da ist erstmal eine massive bakterielle Trübung. Und dann fangen an, in dem Heu eingekapselte Infusorien sich zu entwickeln und zu vermehren. Ja? Und das ist, musst du dir vorstellen, wie Artemia-Zysten. Ja, das sind ja auch eingekapselte Artemien. Und so ist es halt auch, dass Infusorien quasi auch ein Trockenstadium haben. Ja, also dass die können also durchaus über die Luft verbreitet werden. Und zwar eben, wie gesagt, in diesem Trockenstadium als Zyste. Ja, und diese Zysten sind halt auf diesem Heu drauf und werden dann quasi durchs Wasser aufgeweckt und fangen an, sich zu vermehren. Und da dann ja ordentlich Bakterien da sind, fangen die an, sich von den Bakterien zu ernähren. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo dann quasi das Wasser wieder aufhört zu riechen. Und dann merkt man, dass also das Wasser auch klarer wird. Ja, und dann sieht man teilweise so Schlieren im Wasser. Ja, das sind dann so verschichtweise im Becken auftretende, in dem Behälter auftretende Infusorien. Ja, so verschiedene. Und da gibt es auch eine Folge. Und ich will einfach mal gucken und wie gesagt, alle zwei Tage, wenn ich dann halt, wie gesagt, hier bin, kommt ein guter Schluck davon rein in die Becken und dann will ich einfach mal gucken, was da draus wird. Ne? Also ob das eine Lösung ist für diejenigen, die halt bei der Umstellung auf diffusionsgesteuert die Probleme mit Wassertrübung kriegen. Ja, für mich ist das eigentlich ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass eben die Vielfalt an Mikroorganismen einfach schlichtweg nicht da ist. Ja? Und das ist der Grund für die Trübung. Ja, und das müsste mit dem Teufel zugehen, dass man, wenn man das nicht mit dem Heuaufguss in den Griff kriegt. Ja? Ich meine, wenn keine Fische im Becken sind, könnte man rein theoretisch, habe ich auch drüber nachgedacht, eventuell, ich habe ja hier so Netzbeutelchen, ja, so mit Reißverschluss. Ja, das sind so kleine Netzbeutelchen. Ja. Die haben hier oben so einen Reißverschluss. Ja. Und da könnte man natürlich auch Heu reinpacken und das so ins Becken reinlegen. Ja. Dann würde der ganze Kram im Becken ablaufen. Aber das würde ich wirklich nur machen, wenn noch keine Fische im Becken sind. Ja. So, ja, das ist eigentlich zum Heuaufguss weitestgehend zu sagen. Obwohl, das Interessante ist, es können theoretisch auch Krankheitserreger sich in diesem Heuaufguss vermehren. Das heißt also, man sollte, also ich sag mal, für Schulen wird empfohlen, dass man nach spätestens 4 Wochen diesen Heuaufguss entsorgen sollte. Ja? Alleine um zu vermeiden, dass da irgendwelche Krankheitserreger sich entwickelt haben. So, jetzt wollen wir nochmal gucken, was hier abgeht.
Hirsch, ein super Chat. Geh doch damit morgen am Sonntag mal in ein Gasthaus und gönn dir was. Danke für deine Arbeit. Ja, vielen, vielen Dank für die Spende. Ja, das stimmt natürlich, ne? Eigentlich, ich war schon ewig nicht mehr raus. Ewig. Heute im Baumarkt, das war eigentlich das erste Mal seit einem Jahr, dass ich überhaupt mal wieder in einem Geschäft war. Proxima auch, vielen Dank, Nachtisch. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank. Patrick, schließ mich da dem Hirsch an. Mensch, ihr seid ja so gut zu mir heute. Und wen haben wir hier noch? Trumpet Bug, weiter so. Ja, danke schön. Oh Mann, das ist ja heute, da geht ja echt die Post ab. Frank, da schließe ich mich auch mal an. Ja, supi, supi, supi. Das ist ja geil. Ihr seid so toll. Ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Ist halt die beste Community ever, ne? Das ist, macht unheimlich Spaß mit euch. Und mir geht's auch, habe ich ja schon so oft gesagt, mir geht's hier beim Stream, also selbst wenn es mir vorm Stream richtig scheiße ging, ging es mir nachher meistens wieder richtig saugut. Und ja, freut mich also ungemein, dass ihr so an mich denkt. Danke, danke, danke. Tom, ein Becken ist bestimmt lächerlich, aber mehrere mit gewissem Anspruch, da geht schon was durch. Ich habe alleine an Licht 130 Watt 8 Stunden lang laufen. Ja, das kleppert sich. Ne? Das ist auch eine Kilowattstunde pro Tag. Kilowattstunde, was kostet im Moment? 33 Cent, 35 Cent. Ne? Und das im Monat, das sind 10 Euro. Ja, 10 Euro. Mal eben. Ne? Nur für die Beleuchtung. 8 Stunden. Ne? Ja, und wenn ich als Hartz-IV-Empfänger, ja, das ist ja nur ein Teil, ne? Ja, wenn da noch eine Pumpe dazu kommt, eventuell noch eine Heizung dazu kommt, ja, dann bin ich ganz schnell mal bei 20, 30, 40 Euro im Monat, ne? Ja, ich meine, vom Meerwasserbecken will ich jetzt mal gar nicht sprechen. Udo, hallo zusammen, Proxima, Missy. Ja, Missy, die ist jetzt, hat sie ein Leckerchen gekriegt und jetzt meinst du, jetzt muss das so weitergehen. Mach mal Platz. Ja, ich weiß, dass dir das nicht passt. Das passt dir nicht, ich weiß. Mach Platz. Mach Platz. Ja, meine Ziege, komm her. Na ja, du alte kleine Ziege. Du bist eine alte kleine Ziege. Einfach nicht akzeptieren, wenn der Boss sagt, hier gibt nichts mehr. Udo, wurde das Thema des Abends schon angesprochen? Ja, gerade. Ist noch nicht lange her. Ah doch, naja gut, 20 Minuten ist das auch schon vorbei. Patrick, jo, danke. Udo, okay, danke. Udo, Frage, kann man zum Düngen auch Ammoniumcitrat verwenden? Ja, das würde ich. Ja, obwohl, ich meine, Ammoniumcitrat, du gibst ja nicht solche Mengen dazu, ne? Dann ist das, geht das vielleicht. Aber du musst bedenken, Citrat ist eine organische Verbindung. Ja? Das ist ja nun mal das Salz der Zitronensäure. Und das zersetzt sich natürlich. Ja? Und hier kommt immer auf die Menge an. Wie viel da reinkommt, kann das also durchaus zu unkontrollierten Wassertrübungen führen. Ja? Weil sich da kurzfristig die Bakterien in Massen vermehren. Und ja, also ich persönlich würde mit organischen Düngern, also mit so leicht zersetzenden, also sich so leicht zersetzenden Düngern nicht arbeiten. Ich meine, hier bei meinem Humin NPK Plus ist das was anderes. Weil das ist zwar auch organisch, aber eben sind Ruminstoffe und die sind nicht so schnell, zersetzen sich nicht so schnell. Los Garnelos, habe mein Becken aktuell auf 19 Grad, habe nur Garnelen und Medaka. Ja, absolut super, geht super. Jens, Joachim, ich stelle mir immer das Handy zwecks Osmosewasser. Ja, weil ich weiß aber nicht immer, wann das voll ist. Ja, und das Handy ist ja nun mal hier auch
Es ist ja schließlich auch in Betrieb, ne? Dirk, guten Abend. Ich habe ein 200-Liter-Becken und möchte es neu einrichten. Ist es sinnvoll, möglichst viel vom alten Aquariumwasser wieder zu nutzen? Einige alte Pflanzen und Hardscape nutze ich auch. Ich sag jetzt mal, jein. Hast du ein zwangsgefiltertes Aquarium bisher gehabt? Ja, also wo das Wasser zwangsweise durch Filtermaterial muss, also klassisches Aquarium. Da ist es so, dass das Aquariumwasser unglaublich arm an Mikroleben ist. Ja, das ist also extrem arm an Mikroleben. Da macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn, ja, Aquarienwasser überhaupt zu verwenden. Arbeitest du allerdings so wie ich und viele aus meiner Community mit diffusionsgesteuerten Aquarien, also filterlos, Diffusionsfilter Light oder Diffusionsfilter, dann ist das anders, ja? Dann ist das Wasser sehr belebt und enthält auch einen hohen Anteil an Bakteriensporen, die quasi auch wieder zum Animpfen durchaus interessant sein könnten. Ja, also da macht es Sinn, durchaus möglichst viel Wasser ins neue Aquarium mitzunehmen. Aber auch nur dann, ja. Ja, oder wenn du das Becken, also deinen Außenfilter oder was auch immer du verwendest, den extrem stark gedrosselt hast, ja, dass also da also auch ein großer Teil der Filterleistung quasi im Becken selber sich vollzieht, dann könnte es auch funktionieren, ne? Aber bei Misty, nein. Nein. Ich weiß, es war ein Fehler, dir ein Leckerchen zu geben. Das war ein Fehler. Jetzt mach Platz. Nein. Aus. Nein. Du bist eine alte Olle. Du bist vielleicht eine alte Olle. Ah. Du kannst das überhaupt nicht akzeptieren. Ja, du kannst hier schnüffeln, solange du willst, auf dem Tisch. Da ist nichts. Da ist nichts. So, mach jetzt Platz. Das ist aber nicht Platz. Oh Mann, du bist ein Viech. Du bist vielleicht ein Viech. Und noch Platz. Platz. Ja, so ist fein. Mein Viech. Patrick, du erklärst alles so gut und jeder versteht es, findet deinen Kanal echt super. Viele der anderen sicher auch. Ja, das kommt einfach daraus, aus meiner halt aktiven Zeit aus dem Handel. Also ich habe etliche Jahre selber Zoogeschäfte gehabt und habe natürlich ständig damit zu tun, also mit Leuten zu tun, denen ich was erklären musste. Ja. Und da ich immer davon ausgehe, dass die Leute nicht auf meinem Kenntnisstand sind, versuche ich das möglichst einfach rüberzubringen und möglichst umfassend. Ne? Das ist aber, wie gesagt, ich denke mal, so sollte das eigentlich auch sein. Ne? Ich meine, es ist niemandem geholfen, wenn man ihm damit mit irgendwelchen Fachbegriffen den Kopf zuballert, die man nicht versteht. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und so ist es halt einfacher und besser, denke ich. So. Aqua, bei mir laufen vier ADA Solar. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die ADA, wie die energietechnisch aussieht. Das kann ich nicht beurteilen, weiß ich jetzt nicht. Die habe ich so gar nicht auf dem Schirm. Andreas, ja, und die andere hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt, wenn ich ihn nicht gestern zufällig beim Tobi Ona gesehen hätte. Dietmar, ich habe zum Beispiel die Anubias Nana Snow White und die braucht sehr viel Licht zum Blühen. Ja, die braucht auch überhaupt viel Licht, nicht nur zum Blühen. Ja, normalerweise ist es so, dass also eine Anubias eigentlich unter Wasser nicht blüht. Ne? Im Gegensatz zu Buzephalandren oder Eriocaulon. Ja, die blühen also durchaus unter Wasser, aber
Anubias normalerweise nicht. Ja. Proxima allerdings habe auch weitaus mehr als nur eine Lampe bei mir. Allgemein gesagt, könnte mir beim nächsten oder neuen Becken eine andere Lampe holen. Ja, ich meine, man muss natürlich letztendlich abwägen. Ne? Was ist mir wichtiger, die Energieeinsparung oder der Preis? Ja, wenn ich eine neue Lampe kaufen muss oder will oder was auch immer, muss ich auch unter Umständen eine Menge Holz auf den Tisch legen. Ne? Und ist eine Abwägungssache. Ne? Sag mal, wenn man sowieso technikaffin ist, ja, dann nimmt man ja auch gerne, so ich sag mal, die neuesten Modelle. Ne? Markus, ja, Joachim, da hast du recht. Aber ganz ehrlich, was kostet denn ein Aquarium im Betrieb? Ist echt zu verachten. Da sollte ich mal schauen, wo ich woanders einsparen kann. Ja, aber wenn ich jede Einsparmöglichkeit nutzen muss, ja, weil eben... Ja, im Moment ist es halt so, dass wir also durch die ganzen explodierenden Preise, die aber nicht, oder speziell also bei Hartz-IV-Empfängern, nicht durch entsprechend mehr Geld vom Staat ausgeglichen werden, ja, und du sowieso schon verdammt knapp haushalten musst, ja, da tut so ein Aquarium dann schon richtig weh, ne? Wenn du schon so knapp, ja, ich sag mal, dein Aquarium fast vom Mund absparen musst, ne, und dann jetzt noch die Erhöhung, das ist schon heftig. Ne? Proxima, das wird ein Menü. Ja, das kann schon ein ordentliches Menü werden, das stimmt. Steve, habe gestern auch Osmoseanlage laufen lassen, gemütlich eingeschlafen auf der Couch, dann lief die Anlage acht Stunden in einen 12-Liter-Eimer. Zum Glück stand dieser in einer 40-Liter-Box auch randvoll. Ja, ich sag mal, zu Hause würde ich den Eimer wahrscheinlich in eine Badewanne stellen oder in eine Duschwanne oder was auch immer. Hier ist super Leute. Ja, das ist wohl wahr. Echt super, super, super Leute. Severin, der war mal klasse, wenn das mit dem Heuaufguss klappt. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Severin. Ja, so, wo war ich denn jetzt hier? David, aktuell 3 Aquarien mit T5-Röhren, habe einen Stromverbrauch wie 3-Personen-Haushalt. Das wird im Sommer spätestens alles optimiert. LED, Filterpumpen, Heizung. Das werden alle 3 in ein großes vereinigt. Ja, das macht natürlich auch schon was aus. Ne? Eine größere Menge, größere Wassermenge hat natürlich viel weniger Wärmeverluste als mehrere kleine. Ja, das ist auch alleine, ne, oberflächenmäßig. Ist ein großes Aquarium natürlich viel kleiner, ja, als viele kleine. Angie, Etheritsch, Proxima und Patrick, ihr seid echt goldig. Ja, das finde ich auch. Aqua Living Room, Steve, 8 Stunden, 52 Liter, schmeißt die Anlage weg. Ja, meine macht knapp 600 Liter am Tag. Ich habe gerade in 20 Minuten den 10, oder ich glaube 20 Minuten oder noch weniger, den 10 Liter Kanister hier voll gehabt. Das ging ratzifatzi. David, at Steve, Glück gehabt. Bei meiner Anlage hätte ich mindestens 200 Liter in der Zeit gehabt. Julian, ahoi, Matrosen. Ja, hätte ich auch ungefähr gehabt, 200 Liter. Ne? So, jetzt werde ich einfach mal gucken, ob die, ich glaube, ich mache die jetzt besser aus. So, das war jetzt zwar noch nicht wirklich nötig, aber besser ist das. Auf jeden Fall ist sie jetzt aus. So.
kann der Aufkleber auch da weg. Und alles supi. Markus, Heuaufguss oder Brennnesselblätteransatz? Funktioniert beides. Ja, Brennnessel könnte auch, ja. Steve, Ed David, habe so eine billige Amtra-Osmose, System 190. Ja gut, das ist die halt Standard. Aber meine Anlage hat auch nur 75 Euro gekostet, ne? Und die macht knapp 600 Liter am Tag. Also das Dreifache. SM Häuserhut-Erklärung, Dankeschön. Ja, gern. John, hi Joachim. Hi zusammen. Ja, schön, dass du da bist. Patrick, wieso warst du ein Jahr nicht mehr draußen? Oh, gehst nicht mal einkaufen, spazieren oder ist das krankheitsbedingt? Ja, also ich bin heute halt in den Baumarkt und mein Weibchen wollte für den Balkon, wollte die halt auch so einen Schlauch mit Dings da, mit Dings dran, mit Düse vorne dran. Und da wollte ich gerne hier so einen Schrumpfschlauch, ja, der sich so zusammenzieht. Ja, um einfach da nicht so einen riesen Knubbel zu Hause rumliegen zu haben. Das heißt, ich wollte für mich, quasi hier für die Pflanzen, quasi nur direkt rechts um Ecke und in die Pflanzenabteilung. Aber mein Weibchen ist dann halt ein Stückchen weiter noch in die Gartenabteilung und ich musste dann hinter ihr herdackeln. Ja, also das hat mich, also hat meinen Rücken also so extrem belastet, dass ich also nicht mal mit ihr durch die Kasse gegangen bin. Ja, das heißt, ich bin dann von da aus sofort, habe ihr meine Pflänzchen in der Hand gedrückt, habe gesagt, sieh zu und ich muss raus, muss mich hinsetzen. Ne? Das ist der Grund, warum ich nicht rausgehe. Ja, abgesehen davon ist mir auch zurzeit nicht so nach vielen Leuten um mich rum. Aqua, Steve, damit haust du viel zu viel Wasser in die Tonne. Kann dir die neue AK 1900 empfehlen. Da brauchst du dich auch nicht schlafen legen. Ruckzuck hast 20 Liter. Also ganz ehrlich, mir ist sie zu teuer. Die hat eine Druckerhöhungspumpe und macht trotzdem nur 1 zu 1. Nur 1 zu 1. Ja, das ist also mittlerweile auch bei Anlagen mit Druckerhöhungspumpe eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ne? Also eigentlich so die vernünftigen, also in der gleichen Preislage, die liegen heute mittlerweile ganz locker bei 1 zu 0,8. Also selbst meine hier, ne? Also eine Standardanlage ohne Druckerhöhungspumpe macht 1 zu 1,2. Ja, und das bei 75 Euro, Entschuldigung, also besser geht nicht. Ja, die alten, die ganz einfachen Anlagen, die machen bis zu 1 zu 4. Ja, aber das ist heute, glaube ich, weiß ich nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt. Der Fabi hat sich hier vom Zajac hier so eine Billiganlage geholt, so eine 190er. Selbst die macht 1 zu 1,2. Ja, selbst die macht, hat kein schlechteres Verhältnis. Also 1 zu 4 ist heute absolut unzeitgemäß und solche Anlage würde ich auch nicht mehr kaufen. Ja. Angie, ich kann zwar nichts spenden, aber ich schicke dir leckere, selbst eingelegte rote Beete. Ist richtig gut geworden. Hab heute eins der neuen Gläser probiert. Ja, super. Wie gesagt, da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Rote Beete mag ich unglaublich gerne. Meistens lasse ich mir von meinem Weibchen, ich glaube vom Aldi oder was, diese kleinen rote Beete-Kügelchen mitbringen. Patrick, Osmoseanlage. Ja, dankeschön. Ist aus. Sascha, Heuaufguss mit kaltem oder warmem Wasser? Nee, ich habe ganz stinknormales hier. Also abgestandenes. Ich habe ja da die Osmoseanlage, da habe ich halt so ein 60 Liter Speisfass, da so eine Speistonne stehen. Und das ist natürlich abgestanden, hat Zimmertemperatur, ja. Also ich würde jetzt nicht gerade Wasser aus der Leitung nehmen. Am besten nimmst du sowieso Wasser aus dem Aquarium, ja. Wasser aus dem Aquarium und gut ist. Hier, Angie, du bist super. Ja, meine Angie. Also muss jetzt nicht eifersüchtig sein, ne. Also David, Ed Steve, habe auch nur so eine 60-Euro-Anlage, aber mein Wasserdruck ist sehr gut. Aber vermute, mein Filter ist langsam nach 6 Monaten zu. Habe GH ca. 14 im Leitungswasser.
Also ich persönlich würde die Anlage laufen lassen. Also keine Filter austauschen, wenn es nicht erforderlich ist. Ja, also wir brauchen das Wasser ja fürs Aquarium und nicht zum Trinken. Also wenn ich das als Trinkwasser nutzen würde, dann würde ich mich an diese Halbjahresvorgaben halten. Ja, Membran ein Jahr, Filter alle halbe Jahre. Aber bei Aquariumwasser ist mir das so scheißegal, das lasse ich laufen, bis da nichts mehr, also bis ich effektiv merke, dass der Filter zusetzt. Ja, ich habe damals, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe damals im Laden eine Osmoseanlage laufen gehabt und ich weiß nicht wie viele Jahre. Und da habe ich nicht einmal einen Filter sauber, nicht einmal einen Filter ausgetauscht oder austauschen müssen. Da war nichts verstopft. Ne? Angie, jetzt werde ich rot. Lenny, at Aqua Living Room braucht kein Mensch eine Druckerhöhungspumpe, ist im Verbrauch viel zu teuer und die Ersatzpatronen von AK allgemein einfach so. Osmo, Unity, einen Schwimmschalter in eine Tonne und fertig, ja. Also, wie gesagt, die Firma AK würde von mir, selbst wenn ich die Anlage gut fände, nicht sicher nicht einen Cent bekommen. Ja, also dafür hat mir, habe ich, stehe ich mit der Firma einfach auf Kriegsfuß. Aber das habt ja nichts mit euch zu tun. Ja, aber eine Firma, die die Leute verarscht, ja, die kann ich nicht empfehlen. Ja, und deswegen sehen die von mir sicher niemals einen Cent. Udo, okay, vielen Dank, war nur so. Okay. Fatih ist auch mal wieder da. Ich weiß jetzt nicht, ob der Aquariumheizer auch schon besprochen wurde, aber bei mir macht 1 Grad mehr, 100 € mehr aus im Jahr. Daher nicht übertreiben mit den Temperaturen. Liebe Grüße. Ja, das ist genau das. Ja, also die meisten unterschätzen einfach das, was die Aquarienheizung sich da wegknallt. Ne? Ich meine, ich habe nicht umsonst damals in meinen Geschäften, also grundsätzlich, außer in meinem ersten Geschäft, da ging das nicht, weil ich mit einer Fertiganlage gearbeitet habe, die schon vorhanden war. Aber mit meinen beiden Folgegeschäften habe ich also meine gesamten Aquarien per Zentralheizung geheizt. Ja, also da waren unter den Aquarien Heizschlangen, ja, also Kupferrohre für die von der Heizung. Ja, also das hat mir eine Menge Geld gespart. Udo, eine Idee. Okay, was hast du denn da für eine Idee? David, at Steve, wo die Anlage neu war, hatte ich in 3 Stunden circa 150 Liter. Das war toll. Aber nun warte ich auch mehrere Stunden. Glaube, es wurde an dem Wasserdruck im Haus was geändert. Kommt deutlich weniger. Ja, meine Anlage hat ja ein Manometer dran. Ich sehe, was da rauskommt. Also hier kommen über 5 Bar aus der Leitung. Ja, da brauchst du sowieso keine Druckerhöhungspumpe. Dirk, ich nutze die Folierleit seit Dezember. Ja, supi. Und du bist zufrieden? Alles läuft super? Ja, das würde mich freuen. Lenny, David, das klingt eher danach, dass du Filter und Membran tauschen solltest. Bei so billigen ist die Membran häufig nicht sehr haltbar. Das ist natürlich möglich. Ja. Also wenn man merkt, dass die schon also an Leistung verliert, dann ist entweder die Membran hin oder die Vorfilter halt dicht. Ne? Das ist klar. Proxima, Missy, ja, mein Missy. Uwe, dein Hund muss vielleicht pinkeln. Nee, die muss nicht pinkeln, ganz sicher nicht. Die bettelt. Die bettelt. Proxima, tja, das sind die Leckerlis. Ja, allerdings. Hirsch, et Uwe, möglich. Nein, also Missy muss definitiv nicht pinkeln. Wir waren gerade vorm Stream, waren wir noch pinkeln. Ne? Und die muss nicht so oft pinkeln. Ja, also wenn ich es drauf ankommen lassen würde, die kann durchaus auch sogar 24 Stunden durchhalten. Ja, also, wie gesagt, ja, nutze ich natürlich nicht aus, aber im Härtefall kann die das. Ja. Udo, wenn das mit Fusionsreaktor klappen sollte, dann gibt es das KW für 10 Cent. Nee, gibt es nicht.
weil sich die Energieversorger dann den Hals vollstopfen. Ja, also an diese 10 Cent brauchst du mit Sicherheit nicht zu glauben. Hirsch, ich bin dann mal weg für heute. Euch allen noch einen schönen Abend. Ja, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Und ja, wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Thomas, bin ich ganz bei dir, Joachim. Jeder sollte sich ein Becken leisten dürfen. Einfach gut für die Seele. Lieber auf Zigaretten und andere weniger sinnvolle Genussmittel verzichten. Allerdings, das ist wohl wahr. Das sehe ich ganz genauso. Also meines Erachtens darf es keinen Grund geben, warum man sich kein Aquarium leisten können kann. Ja, das darf einfach nicht sein. Alias Hadi, du bist auch neu. Wie lange kann man eine Osmoseanlage abschalten, ohne dass das Membranschaden nimmt durch Austrocknung? Ja, wie gesagt, man sollte darauf achten, dass die Membran halt nicht austrocknet. Ne? Also ideal wäre es natürlich, wenn alle Schläuche verschlossen werden. Ja? Ja, also das wäre natürlich ideal. Ja, aber ich habe das so, dass die, ja, also bei mir kann theoretisch die Anlage trocken laufen, ja, so trocken fallen. Ja, ich habe die Schläuche, die sind unterhalb der Anlage im Waschbecken und ich brauche nur, ich sag mal so, alle 2-3 Wochen brauche ich mal das Wasser, die Anlage. Ja, aber bis jetzt keine Probleme. Patrick, das ist schade, das tut mir leid für dich, Joachim. Kopf hoch, kann nur besser werden. Nee, das wird nicht mehr besser. Nee, ganz sicher nicht. Ja, Verschleiß ist Verschleiß, da ist einfach nichts mehr. Und ich habe schon seit meiner Jugend habe ich Probleme mit dem Rücken. Ja, und das wird definitiv nicht besser. Ich habe mit jungen Jahren habe ich schon so häufig auch ein Vorfall hier, ein Dingsvorfall da gehabt, ja, wie heißt das Ding nochmal? Ja. Dass man mich tragen musste, dass ich nicht mehr laufen konnte, ne? Und das ist schon heftig. Angie, ich werde gerade von bis zu handtellergroßen Muschelblumen überwuchert, hat jemand Bedarf, ich verschenke sie gegen Porto. Ja, im Zweifelsfall machst du halt im Discord nochmal eine Mitteilung. Ja. John, welche Osmoseanlage ist das, die 600 Liter macht und 75 Euro kostet? Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Die hatte ich im Shop verlinkt, also im Amazon Store. Und das war von der Firma Blau. Und die macht 570 Liter am Tag. Und hat, wie gesagt, 75 Euro gekostet. Ich habe jetzt nicht im Kopf, guck mal bei mir unten in Amazon Store. Da habe ich aber meines Erachtens auch Alternativanlagen verlinkt. Ja, ob die jetzt fürs gleiche Geld oder ob die mittlerweile teurer geworden sind, kann ich nicht sagen. Aber ich habe schon darauf geachtet, dass ich da Anlagen drin habe, die also vom Preis eigentlich sehr gut sind. Ich guck einfach mal nach, einfach mal reingucken. Ja, schade, also diese von Blau, also die ich habe, ja, die gab es in 3 oder 4 Versionen. Und ich habe, glaube ich, die höchstgrößte genommen oder die zweitgrößte, weiß ich jetzt nicht mehr. Und wie gesagt, die war 75 Euro, sogar inklusive Versand. Ja, und aber relativ kurze Zeit, nachdem ich die gekauft hatte, gab es die nicht mehr. Also wurden die zumindest nicht mehr angeboten. Ja, und ich habe auch selbst bei der Firma Blau mal nachgeguckt. Also ich habe keine Osmoseanlagen mehr gesehen da. Lars, meine Osmoseanlage hat Stöpsel für alle Ein- und Ausgänge. Da trocknet die Membran nicht aus. Ja, bei mir müsste ich dann dafür die Schläuche alle abmachen. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Patrick, habe 1:1 mit Pumpe, macht 500 knapp Aquamedic Pro Line. Heißt die, glaube ich, bin super zufrieden. Ja, Aquamedic ist mir aber, ist aber glaube ich, deutlich teurer. Ne? 1:1 ist super.
Ich meine, 1 zu 1,2 finde ich also auch schon durchaus akzeptabel. Also ganz früher meine erste Osmoseanlage, habe ich auch schon mal erzählt. Also da waren die Verhältnisse noch ganz anders, obwohl ich habe die so bauen lassen, dass also das Abwasser von der ersten Membran in die zweite geleitet wurde. Dass also, dass ich da quasi eine doppelte Ausnutzung hatte. Ja, und dadurch konnte ich also schon den Abwasserverbrauch, also den Abwasseranfall massiv reduzieren. Und dann gab es auch noch ein Stellventil, ja, so ein Handrädchen. Ja, und das habe ich also auch überdreht. Ja, dass also da, ich bin damals auch unter 1 zu 1 gekommen. Ja, und trotzdem hat die Anlage das locker überlebt. Allerdings dadurch, dass ich mir die halt so habe abfertigen lassen, habe ich von der Firma auch keine Garantie bekommen. Ne? Aber habe ich auch nicht nötig gehabt. Also in den Jahren habe ich weder eine Membran gewechselt noch einen Filter. Patrick, 260 Euro beim Kölle Zoo. Ja, das ist schon, das ist ein guter Kurs. Lars, die Anlage von Osmo Unity schafft ein Abwasserverhältnis von 1 zu 0,8. Aber die hat, glaube ich, eine Art Druckerhöhungspumpe, ne? David, et Joachim, ja, da gebe ich dir recht. Ich lasse die Anlage auch laufen, bis die Werte nicht mehr passen oder ich eine Woche laufen lassen muss für die 200 Liter. Ja, wofür auch, ja? Ja, also bei Lebensmitteleinsatz, ne, da würde ich sagen, okay, da kommt es zu Verkeimungen und so weiter. Ja, da würde ich wahrscheinlich auch auf Nummer sicher gehen. Obwohl die Osmoseanlage, also die Membran selber, lässt keine Sporen durch. Ne, also wo sollten die dann eigentlich herkommen? Okay, vielleicht waren die schon in der Anlage oder also in den Filtern, ne, dass sie sich da einfach vermehren. Kann natürlich sein. Ne. Aber wie gesagt, bei Anlagen für einen Lebensmitteleinsatz würde ich da auch mich da an die Vorgaben des Herstellers halten. Fatih, Joachim, was für eine Osmoseanlage hast du bitte, Marco, und wo bekomme ich die her für den Preis? Und die macht wirklich 1 zu 1,2. Das ist ja stark. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, die Anlage ist von der Firma Blau und ich hatte sie in meinem Amazon-Store verlinkt und dann gab es die irgendwann nicht mehr. Ne? Erst gab es dann nur die kleineren nur noch, ne, meine schon nicht mehr und mittlerweile sind die komplett raus. Aber wie gesagt, guck mal im Amazon Store unter, ich glaube, unter Wasseraufbereitung. Ne? Und da müssten die Osmose, also müssten zumindest alternative Osmoseanlagen sein. Andreas, hallo Joachim, mein Aquariumzimmer hat riesige Fenster, habe diese mit Noppenfolie isoliert. Aquarienheizung kann ich mir leider nicht leisten. Ja, Noppenfolie oder Doppelstegplatten vorkleben. Ich glaube, die sind sogar ein bisschen effektiver noch als Noppenfolie. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Oxdiada, verarscht Aker seine Kunden. Wie denn? Ja, dann guck doch mal bei mir im Moment, welches Video ist das? Irgendwas mit Einfachphase, glaube ich. Da geht es um die Bakterienpräparate. Ja, da habe ich ein Reaction-Video gemacht, weil AK behauptet, in den Filterbakterienpräparaten wären Filterbakterien, also in den Starterpräparaten wären Filterbakterien drin. Und es ist also so, dass es also bis heute kein Verfahren gibt, Filterbakterien zu konservieren. Das geht einfach nicht. Ja, es funktioniert nicht. Ja, und die Firma AK behauptet das nach wie vor. Oder zumindest, also wenn man genau liest, wenn man also wirklich mit Köpfchen liest, was sie schreiben, behaupten sie es nicht wirklich, sondern die machen den Eindruck. Ja, die schreiben auf ihrem Produkt, was Filterbakterien tun. Ja, da steht aber auch mit keinem Wort, dass effektiv Filterbakterien drin sind. Aber ich habe also auch Schriftverkehr mit der Firma gehabt und ich hatte darum gebeten, mir einen Nachweis zu liefern, dass eben Filterbakterien in den Produkten drin sind.
Und da hat man mich abgespeist mit einem handschriftlichen Zettel aus, also mit einem kleinen handschriftlichen, ja, Zettel kann man schon sagen, ne? Und aus, wie gesagt, aus Amerika von irgendeinem Typ, der da was zu sagen hat. Und da stand einfach drin, ja, so, wie gesagt, so sinngemäß, in dem Produkt sind Filterbakterien enthalten. Unterschrift. Ja, da stand nichts weiter. Ja, also absolute Verarsche. Ja, und die Firma hat versucht, mir im Nachhinein diverse Steine in den Weg zu legen. Ja, haben auch mir 2 Wochen den Kanal gesperrt, quasi. Ja, so von wegen. War natürlich Blödsinn, ja. Also mein Reaction-Video war natürlich keine Kopie. Ne? Also alles mit Quelle und so weiter. Ja, so. Es waren auch nur Auszüge. Aber zum Beispiel haben die also, behaupte ich jetzt einfach mal, haben die dafür gesorgt, dass ich beim Flowgrow Forum rausgeflogen bin. Ja. Und solche Dinge halt, ne? Und das, wie gesagt, ne, die Leute verarschen. Gut, das tun andere Firmen auch, ja, die behaupten auch, dass da Filterbakterien drin sind und es sind keine drin. Ja, und aber wie gesagt, gerade die Firma AK ist da, tut sich da besonders hervor mit ihren Informationen, und vor allem die Produkte sind auch meines Erachtens also unverschämt teuer, ne, für die Leistung, die sie nicht bringen. Ne. Aber wie gesagt, muss jeder letztendlich für sich entscheiden. Ne. Also wenn jemand glaubt, dass er da Filterbakterien kauft mit den Produkten, ja, was soll ich dazu sagen? Hans ist auch da. Hallo Joachim, Dankeschön. Ja, schön, dass du da bist. Angie, Edfati, die von Joachim gibt es nicht mehr, aber er hat im Amazon Store welche drin, die echt super gut sind. Ich habe die Osmotec 200 GPD. Und die macht 1 zu 0,8 und etwa 20 Liter die Stunde. Ja, supi. David, Ed Lenny, ja, aber solange die Werte passen und die Zeitwassermenge noch akzeptabel ist, bleibt das vorerst so. Genau. Hans, hat jemand Erfahrung mit Eleocharis pusilla? Einfache Pflanze. Ich meine, die Eleocharis sind eigentlich nicht sehr kompliziert. Das sind also keine wirklich komplizierten Pflanzen. Ja, teilweise brauchen sie ein bisschen mehr Licht als manche anderen Pflanzen, aber ansonsten sind die nicht wirklich anspruchsvoll. David, wegen dem angesprochenen Heizer und Verbrauch, was ist effizienter, Heizstab im Becken oder Thermofilter? Selbstverständlich Heizer im Becken ist effizienter. Ja, weil alleine das wärmere Wasser muss durch die Schläuche. Ja, und von daher gibt es da natürlich mehr Verluste als direkt im Becken. Ganz klare Sache. Ist zwar nur eher marginal, aber es ist durchaus, wird sich am Ende des Jahres wahrscheinlich durchaus bemerkbar machen. Uwe, hat sich so angehört. Ich habe selbst einen Hund. ja, gut. Aber bei ihr hört sich das auch anders an, wenn sie pinkeln muss. Ne? Meldet sie sich auch. Marco, das ist die Osmoseanlage in Joachims Amazon Store. Macht 570 Liter pro Tag und kostet zurzeit 89,95. Ja, es ist aber nicht die gleiche. Ja, also wie gesagt, meine hiermit nicht mehr. Aber das ist, wie gesagt, eine vergleichbare. Angie, ich stecke die Enden der Schläuche immer mit einem Schlauchverbinder zusammen. Find's super. Ja, das, ja gut, das könnte man selbstverständlich machen. Markus, seid mir nicht böse, aber 1 Grad höher und 100 mehr im Jahr, deswegen ist auch Muckenschrunz, sowas kann nicht sein. Ja, dann solltest du das einfach mal, solltest du das mal ausrechnen, wie viel Kilo du dadurch mehr verbrauchst. Ja, kommt ja auf die Beckengröße an. Bandscheibenvorfall, Dankeschön. Ja, genau. Bandscheibenvorfall, das ist mir entgangen, entfleucht.
Petra, Frage, gehen Schmetterlinge und Apistogramma bei 21, 22 Grad? Also die meisten Apistogrammas auf jeden Fall. Schmetterlinge habe ich auch schon so niedrig gehalten, aber da sagt man ja eher, dass sie ein bisschen mehr haben wollen. Aber ich würde es einfach mal ausprobieren. Ne? Also es kommt letztendlich auch ein bisschen auf die Wasserqualität an. Habe ich eine schlechtere Wasserqualität, dann erreiche ich mit einer höheren Temperatur, dass Fische trotz schlechterer Wasserqualität besser stehen. Ja, aber das ist natürlich nicht eigentlich so der Sinn der Sache. Ne? Ja, also normalerweise sollte es gehen. Dietmar, man sollte aber bitte nicht die Anschaffungskosten von einem Aquarium nicht vergessen. Ja gut, das hat aber jetzt mit der Energie nichts, mit den Energiekosten nichts zu tun. Ne? Aber ansonsten ist das natürlich auch ein Punkt. Ne? Hans et Petra, ich würde mal sagen, ja, aber mal warten, was die anderen sagen. Bei mir geht es ihnen bei 24 Grad gut und leichen auch regelmäßig ab. Der Andreas ist auch mal wieder da. Das ist schön. Hallo Joachim und Gemeinde, sorry, dass ich kaum mehr dabei bin. Aber die globale Lage lässt mein Hobby in den Hintergrund treten. Ja, sorry. Ja, was wollen wir machen? Hans Joachim, welche grasartigen Pflanzen sind das in deinem Becken im Vordergrund? Welche meinst du? In der Mitte? In der Mitte? Das ist Eleocharis mini. Und das hier ist... ja. Litorella uniflora heißt die. Ja, die wächst aber wirklich extrem langsam. Ja. Also da sehe ich noch nicht wirklich nennenswertes Wachstum, seit die drin ist. Andreas, eine Bekannte von mir ist bei ihrer Familie in Kiew. Möchte dennoch wenigstens mal kurz grüßen. Ja, vielen Dank. Freut mich sehr. Das finde ich klasse. Petra, hab sie im Moment auch bei 24 Grad. Ich meine, meistens wird empfohlen 26 oder sogar noch höher. Wobei ich habe die früher nie über 24 Grad gehalten. Ja, also meistens sogar niedriger. Also früher schon, vor über 30 Jahren. Hans, Petra, dann lass es auch so. Ja, muss jeder selber wissen. Also ich würde sie auch niedriger halten. Vati, ein Spatip hätte ich noch. Ich habe meine 60er Becken von drei Seiten mit Styrodur schwarz lackiert abgedeckt. Sieht echt schick aus und der Unterschied circa 1 bis 1,5 Grad gegenüber den anderen Becken. Ja, das macht richtig was aus. Aber das hatte ich ja auch genannt. Patrick, du hast vorhin gesagt, Diskus bei 22 Grad, also 25 geht, wenn man keine Rinderherzen füttert. Mit braucht man mal 28 und mehr wegen der Verdauung. Hattest du welche bei 22? Wie alt wurden die? Ich hatte Wildfänge damals. Da ist die Heizung ausgefallen, das habe ich nicht bemerkt. Ein Wildfangpärchen und da waren 22 Grad im Wasser und die haben bei 22 Grad ein Gelege gemacht und die Jungen sind geschlüpft. Wildfänge. Okay? Na, mehr sage ich dazu nicht. Die habe ich auch irgendwann verkauft. Ja, die sind bei mir nicht verstorben. Na, also, wie gesagt, 22 Grad ist, warum sollte ein Diskus anders sein als irgendein anderer Fisch aus dem Amazonas? Ja, wenn ich Neon bei 18 Grad halten kann, ja, Neon Tetras, dann könnte ich theoretisch auch Diskus halten bei 22 Grad. Ja? Ich habe auch schon öfter erzählt, die Story mit meinen Pelvica chromis teniatus, die ja auch aus dem afrikanischen tropischen Bereich kommen. Die haben bei mir bei 16 Grad zu Hause auch Heizung ausgefallen, nicht bemerkt. Bei 16 Grad haben die das größte Gelege gemacht, was sie ever hatten. Ja? Und den Schwarm super durchs Becken geführt, was den Tieren nichts angesehen. Also die Temperatur wird hoffnungslos überbewertet. Das ist halt, ne? Die Erfahrung muss man einfach mal machen.
Ne? Und wie gesagt, gerade bei Discos ist das meistens einfach nur eine Frage der Wasserqualität. Ne? Wenn man weiß, dass ein ausgewachsener Diskus stoffwechselmäßig für mehr als 100 ausgewachsene Nieren steht, ja, dann kann man sich vorstellen, was man, wenn man so ein 400-Liter-Becken mit 10 Diskus vollballert, ja, was da für eine Wasserbelastung auftritt. Und dann wird da mit lächerlichen 1 bis 2 Außenfiltern gearbeitet. Ja, da, um da die Fische noch einigermaßen vernünftig stehen zu haben, ja, bleibt dir gar nichts anderes über, als über 28 oder 30 Grad zu halten. Ja? Abgesehen vom Rinderherz, das du sowieso erst ab 27, 28 Grad verdauen können. Ja, vorher können die das gar nicht verdauen. Ja? Aber wie gesagt, es ist völliger Unsinn, dass ein Diskus ein anderer. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ne? Also im Amazonas ist an jeder Ecke, wo Diskus leben, ist ein Amazon, eine Amazon-Filiale, und da können die dann ihre Ganzkörper-Heizkondome kaufen, ne, um sich da halt schön warm zu halten, weil alle anderen Fische rundherum stehen da während der Regenzeit auch bei 22 Grad. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist also völliger Unsinn mit dem Diskus, ne, der Zirkus, der damit gemacht wird. Ne, also wie gesagt, wichtig ist einfach beim Diskus, dass ich da eine angepasste Filterung habe. Ja, ich kann da eben nicht beim Diskus bei so riesigen Fischen, ne, die also richtig Masse auf eine Waage bringen, ja, kann ich nicht genauso handhaben wie ein Aquarium mit irgendwelchen kleinen Salmlern. Ne? Das geht einfach nicht. Da muss ich den Stoffwechsel der Tiere berücksichtigen. Und wenn ich sie auch noch bei hohen Temperaturen halte, ist der Stoffwechsel natürlich nochmal um etliches höher. Ja, das geht nicht mit zwei Eheim-Filtern. Ja, das ist ein Witz. Ne? Fatih et Marco, danke für den Link. Was für ein Link? Mücke, bin der Energiesünder unter den Aquarianern. Das Wechselwasser fürs Nano kommt bei mir aus dem Wasserdestillator. Was ist das denn, ein Wasserdestillator? Der braucht circa 1 Kilowattstunde pro Liter. Das Gerät liefert seit 2014 auch mein Trinkwasser. Wie, du hast da wirklich, arbeitest du mit echt destilliertem Wasser? Ist ja Hammer. Das ist ja echt der Hammer. Dass es das heute noch gibt, unglaublich. Naja. Ich weiß zwar nicht, aus welchem Grund man sowas noch macht, ne, weil eine Osmoseanlage, die lässt keine Bakterien, keine Keime durch, überhaupt keine organischen Verbindungen. Ne, und wenn man dann hinter die Osmoseanlage noch ein Mischbettharz hängt, dann kommt dann Wasser von null raus, ja, null Mikrosiemens. Das ist besser als doppelt destilliertes Wasser. Martin, denke, es geht nicht immer ums Leisten können. Ich verdiene genug und könnte zig Aquarien beheizen und Vollpower beleuchten, will ich aber nicht. Habe zwei beheizte und zwei unbeheizte mit Schwachbeleuchtung. Ja, wie gesagt, es gibt auch Leute, die einfach nur sagen, ich möchte das Optimum rausholen, ja, aus dem Geld, was ich da reinstecke. Ja, finde ich auch völlig legitim. Andreas, Joachim, vielen Dank für den Zuspruch. Als Hartz-IV-Empfänger sind meine Aquarien mein einziger Luxus. Oder wie meine Nachbarin sagt, das letzte Stückchen Würde, das ich mir bewahrt habe. Ja, das hast du wirklich super, super dargestellt. Das finde ich wirklich wichtig. Ja. Also gerade als Hartz-IV-Empfänger, ich bin ja selber jahrelang Hartz-IV-Empfänger gewesen. Und ich weiß, was das für eine Belastung ist, ne? Auch eine psychische Belastung. Ja, und dann kommt halt noch dazu, ja, dass du auch von manchen Leuten ein bisschen blöd angeguckt wirst. Und mal abgesehen davon, dass du also jeden Pfennig wirklich umdrehen, ein paar Mal umdrehen musst und dir genau überlegst, was kaufe ich mir? Ne? Kaufe ich mir ein Brötchen oder vielleicht doch ein paar neue Socken? Ne? Ja, das ist nun mal so. Und entsprechend habe ich da absolut vollstes Verständnis. Ja, und so ein Aquarium ist also gerade psychisch so eine extreme Bereicherung und sorgt letztendlich auch dafür, dass es dir einfach besser geht. So ein Aquarium beruhigt ungemein. Ja, und ich bin schon so oft vorm Aquarium eingeschlafen und mit dem Kopf an die Scheibe geknallt. Aber das ist.
Also ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Alias, ich würde die Osmoseanlage gern mit dem Brunnenwasser über den Windkessel betreiben. Der Wasserdruck schaltet aktuell zwischen 1,5 und 3 bar ein aus. Reicht dieser Wasserdruck für die Osmoseanlage? Ich sag mal, für eine normale Osmoseanlage ohne Druckerhöhungspumpe wird's wirklich verdammt knapp. Ja, die sollte, glaube ich, nicht unter 2,5, 3 bar gehen. Und bei Brunnenwasser musst du natürlich extrem vorher filtern. Ja, also da, weil da im Brunnenwasser ist ja doch viel mehr Sediment drin und ja, da muss man also wirklich noch, also auf jeden Fall noch eine Filterstufe vorsetzen. Ja. Also du verbrauchst natürlich auch dann viel, viel mehr Filter, ne? Roten ist auch da. Hallo Joachim, hallo Roten. Danke, schön, dass du da bist. Los Canelos, werde mal ins Bett gehen, habe aktuell Corona. Oh Mann. Dann wünsche ich dir gute Besserung und wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Schön, dass du da warst. Angie wünscht auch eine gute Besserung. Hans, okay, danke dir Joachim, wegen der Pflanzennamen. Ja, wenn ich die weiß oder zumindest mal eben auf die Schnelle zusammenbringe, dann kriegst du die natürlich gerne. Roten, meine Schmetterlingsbuntbarsche bei 22 Grad, ohne Probleme. Ja, das denke ich, dass das also kein Problem sein sollte. Roten, ich halte alle meine Fische bei 22 Grad ohne Heizung. Ja, ich sag mal, hier sieht man ja die Panzerwelse stehen im Moment aktuell 20,3 Grad. Erik, hab ein alkoholfreies Bier zum Ausklingen des Tages, hab kein einziges Becken beheizt, haben von selbst dank filterlos circa 21 bis 23 Grad zurzeit. Och, Neons drin, problemlos, danke. Ja, die filterlose oder diffusionsgesteuerte Aquaristik hat schon ganz extrem viele Vorteile und helfen durchaus da so die eine, also an einigen Stellen doch Energie zu sparen. Ne? Beleuchtung und den Fischen geht es bei niedrigen Temperaturen deutlich besser. Und das macht sich durchaus bemerkbar. Paddy, Rotköpfe sollen bei 26 bis 29 Grad gehalten werden. Bei mir schwanken bei 22 bis 24 Grad. Coris und Neontretas mögen es auch. Rhinogobius ist andere kalte Geschichte. Ja, das ist, also Rotköpfe 26 bis 29 Grad, absoluter Quatsch. Die habe ich noch nie in meinem Leben so hoch geheizt. Ja, also die haben bei mir auch nie mehr als 23, 24 Grad bekommen. Ne? Angie, meine Bettas haben zum Teil auch keine Heizung. Nicht mal die Babys meiner Palifinas und die Garnelen sowieso nicht. Ja, genau. Ja. Petra, geht nicht nur Hartz-IV-Leuten so. Mir als Frührentnerin geht es finanziell auch nicht rosig. Ja, das. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn ich jetzt in Rente gehen würde, oder sagen wir mal, wenn ich dann quasi in 2 Jahren theoretisch oder anderthalb, weiß ich gar nicht, wann ich offiziell in Rente gehen kann, habe ich einen Rentenanspruch von 365 Euro. Herzlichen Glückwunsch, also unterm Hartz-IV-Satz. Urs ist da. Ja, schön, dass du da bist. Hallo. Dietmar, endlich mal jemand, der meiner Meinung nach ist mit Diskus und Filter. Ich habe 450 Liter und unten einen 200 Liter Filter. Ja, genau so sehe ich das auch. Allerdings würde ich dann diese Filterkammer, also diesen Kammerfilter, oder würde ich also wirklich extrem langsam arbeiten lassen. Ne? Also ich würde sogar unter 450 Liter pro Stunde durchlaufen lassen. Ja. So, wir sind durch. Wir haben 10 nach 10. Wenn von euch jetzt nichts mehr kommt, dann würde ich auch sagen, dass wir so das Wochenende oder auch mein Wochenende einleiten. Ne, dass wir für heute einfach mal Feierabend machen.
Ich habe alles erledigt, was ich glaube. Ich habe alles erledigt, was ich heute erledigen wollte. Nichts vergessen, Fische gefüttert, Wasser aufbereitet, also Bioaktivator in den Becken und hey, ein neues Kanalmitglied, Komento Nashi. Herzlich willkommen im Club. Dankeschön für die Unterstützung. Tadi, merci, danke. Ja. Was wollte ich denn jetzt? Hey, wir haben auch genau die 100, meine 100 Likes erreicht. Ja, die. Und ich weiß nicht, ob da irgendeine Schnecke drin ist oder was. Die knarzt im Moment. Ah, mal gucken. Wollte ich denn jetzt sagen? Ja. Also, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns am Montag zum Mitgliederstream oder am Donnerstag zum Night Talk oder halt nächsten Samstag, wie immer ihr Lust habt und macht nichts, was ich nicht auch täte. In dem Sinne, Dankeschön und tschüss.